Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga. An dieser Stelle müssen wir sagen, dass Nico Backspin ganz anders aussieht als sonst. Er war in der Türkei, hat sich einem rundum sorglos Buddy-Paket unterzogen und das Ergebnis seht ihr jetzt. Nico, wow, du siehst stark. Das ist der aller absolute Wahnsinn. Dieses bisschen Sonne. Ja, ne? Ein bisschen auch mal Mut, keine Kappe zu tragen und ja. Dann geht's eigentlich ganz gut. Und eine Massage. Genau. Und das erste Mal, dass ich ohne Air Jordan sehe. Aber immerhin noch Nike. Ja, und deinen Namen hast du auch geändert. Ja. Tobi Ahrens, herzlich willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Das letzte Mal, als du da warst, war ich leider nicht da. Aber jetzt haben wir uns endlich auch mal in Wirklichkeit sehen können. Perfekt. Normalerweise kennt man dich von den 11 Freunden. Ja. Vom Ticker zum Beispiel. Ja. Ne, auf Twitter bist du auch aktiv. Ab und zu. Ja. Und bist natürlich Fußballexperte und auch Fan. Ja, gut, okay. Vom SV Meppen. Vom SV Meppen, ja. Wir alle haben unser Päckchen zu tragen, ne? Ja. SV Meppen? Ja, ja. Wird man ein Fan vom SV Meppen? Man wohnt da halt, ne? Und dann kommst wer wohnt da nicht. Denn in Meppen? Ja, Meppen. Meine Eltern zum Beispiel. Du bist wirklich geborener Meppen? Ich bin geborener Meppen, okay. 500 Meter vom Stadion und da kommst du halt nicht drum rum, du. Ich weiß nicht, wo ist Meppen? Ja, bei Lingen, ne? Oder weißt du selbst? Bei Lingen. Meppen bei Lingen, wo ist Lingen? Ja, bei Münster. Münster und Osnabrück, ich google so, einfach. So die Richtung. Zwischen Münster und Nordsee. Naja. Ja, du bist leider ein bisschen zu spät geboren, weil ich habe Meppen noch in der Bundesliga kicken sehen. In der Bundesliga? Mhm. Oder in der zweiten. Ich war hier so. Okay. Nee, waren die nicht Rekord-Zweitligist eine Zeit lang? Ja, 11 Jahre lang. Und dann kam der HSV. Ja. Nee, aber okay, aber wo spielen sie jetzt? Dritte, vierte, ne? Dritte. Noch. Wir genießen die letzten Wochen. Ja. Und dann Klassenerhalt klappt noch? Sieht ja nicht so gut aus momentan. Es gibt wenig Ansatz für Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Also, kommst du also wirklich aus Meppen? Ja, ich zeig dir das nachher im Detail. Das ist ja wirklich da jetzt, wo das da beim Stadtmuseum. Steht. Ja, ja, so ein Stadtmuseum Meppen. Wie groß ist das Stadtmuseum? Sehr klein. Es ist, glaube ich, eine halbe Etage und die Hälfte davon nimmt der SV Meppen ein und mehr hat die Stadt halt auch nicht zu präsentieren. Naja. Ist halt kein Augsburg. Grüße nochmal. Ne? Ja, schön, dass du da bist und heute mit uns über Fusi quatscht. Sehr gerne. Du hast auch gespielt beim SV Meppen. Kurz, also in der Jugend. Aber du warst irgendwie, wer hat gesagt, du warst ein guter Kicker? Boah, das wäre jetzt wirklich übertrieben. Also, wenn man jetzt sagt, Kreisliga A, aber mehr auch nicht. Kreisliga, aber auf was für einem Niveau bin ich? Mhm. Okay, mhm. Also guter Kicker. Na. Lass uns über Bundesliga sprechen. Lass uns über Bundesliga sprechen. Mit Tobias Escher und die Tinger, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr da seid. Wir reden über Fußball. Der abgelaufene Spieltag hatte einiges Spektakuläres zu bieten. Einige Spitzenduelle da vorne. Zum Beispiel Erster gegen Zweiter, aber auch Rasenballsport. Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Ein weiteres Spitzenduell. Und wir beginnen natürlich mit Bayern gegen Eisern Union. Das viel erwartete Spitzenspiel. Die Meisterprüfung für die Köpenicker. So wurde es ja im Prinzip von Bundesliga benannt. Und diese Meisterprüfung, die ist leider fehlgeschlagen, muss einen neuen Versuch unternehmen. Die Bayern haben wieder Bock gehabt. Es war so, wie so oft in der Geschichte, wenn die Bayern herausgefordert werden, wenn sie gekitzelt werden in den großen Spielen, in den direkten Duellen, dann sind sie auch da. Und diesmal brauchten sie, weiß nicht, knapp 15 Minuten, um dann auf 3-0 zu stellen. Und dann war das im Prinzip auch schon durch, die ganze Geschichte. Lass uns trotzdem mal über das Spiel sprechen. Haben die Bayern einfach komplett aufgedreht und Union musste dann dem qualitativen Unterschied auch Tribut zollen? Oder ist da ein bisschen mehr rauszuholen als die wenigen Worte? Ja, also ich hab getickert und man merkt das immer beim Tickern relativ schnell, dass, also wir sehen nicht so viel vom Spiel dabei, sondern versuchen natürlich immer schnell irgendwie Gags zu produzieren. Und du merkst, dass ein Spiel sehr einseitig ist, wenn du so Anfang der zweiten Halbzeit schon anfängst und denkst, ich kann den Gag jetzt nicht das dritte Mal machen. Machst natürlich trotzdem, weil dir einfach die Zeit fehlt. Kenn ich. Und so war dieses Spiel dann einfach, ne? Dass man einfach so, okay, das Ding ist sehr, sehr schnell durch und es hatte sich halt auch sehr früh schon abgezeichnet. Also ich hatte den Eindruck, Union, vielleicht auch aufgrund der Wochen jetzt, wo sie viel belastet waren, haben halt versucht, auf Null zu spielen. Und als das nicht funktioniert hat, war das Spiel auch schnell tot, oder? Das versuchen sie eigentlich immer. Also, ich muss echt sagen, ich meine, ihr wisst alle, ich bin jetzt nicht der allergrößte Bayern-Fan, aber irgendwie bin ich jetzt ein bisschen erleichtert, dass Union mal Federn gelassen hat. Das wäre mir sonst, es wäre ein bisschen unheimlich geworden, wenn sie jetzt gegen die Bayern auch noch wirklich gepunktet hätten und richtig gut dargestanden hätten. Dann hätte ich mir wirklich Sorgen gemacht, weil ich gucke Union immer noch so aus dieser Perspektive, wann brechen sie ein? Mhm. Und da ist natürlich auch ein bisschen Hoffnung mit dabei, ja, aus Eintracht-Sicht. Ne? Mhm. Aber
die haben jetzt Ajax rausgekekelt aus der Euroleague, also haben jetzt wirklich mehrmals auch bewiesen, auch in der Bundesliga, dass sie nicht einfach zu schlagen sind. Und es wäre jetzt, das war wirklich für mich so ein Gradmesser, wir haben da ja auch letzte Woche drüber geredet, wo, wie ist Union jetzt einzuordnen. Und deshalb bin ich so ein kleines bisschen erleichtert, dass Union auch doch noch immer Union ist. Also, dass sie immer noch geschlagen werden können, ja, von guten Bayern. Also es wird trotzdem nicht jeder schaffen in dieser Liga, aber es war trotzdem auch ein so souveräner Sieg von den Bayern, der wirklich eigentlich zu keiner Zeit, wo man wirklich Angst hatte, dass das noch in eine andere Richtung gehen konnte, dass ich sagen kann, okay, die Bayern sind doch noch, sind die Bayern, das Union, alles geht seine gewohnten Wege. Da bin ich so ein bisschen konservativ und bin ehrlich gesagt mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, man will da ja auch, dass die Welt nicht aus den Fugen gerät, ne? Ja, zumindest nicht so. Mhm. Zumindest nicht auf diese Art und Weise. Nicht mit Union. Ja. Tobi, Chefanalyst. Ja, war auch so, dass ich, genau wie du gedacht habe, nach der ersten Halbzeit, okay, jetzt muss ich noch die zweite gucken, weil ich dafür bezahlt werde, aber eigentlich ist das witzlos hier, weil das war eine ganz eindeutige Geschichte. Man kann bei den Bayern noch ein bisschen so reden, über Aufstellung, über Einstellung, was ja beides gestimmt hat, aber dass er dann Nagelsmann eben auf Sané und Gnabry verzichtet und dann eben auch auf Cancelo verzichtet und Stanisic als Rechtsverteidiger aufstellt, damit wieder dieses klassische Ding, Stanisic bleibt hinten, Davis schiebt nach vorne. Dadurch kann Musiala wieder in die Mitte gehen. Du hast in der Mitte ein Übergewicht, du hast in der Mitte eine sehr gute Raumaufteilung auch. Du bindest da die Gegenspieler und dann schaffst du es immer wieder halt hinten mit Kimmich, mit Stanisic eben Überzahl herzustellen und dann auf die Flügel zu kommen. Und das war wieder von der Raumaufteilung her bei den Bayern ziemlich perfekt, auch von der Art, wie sie es verteidigt haben. Es gab ja keine Konter für Union. Mhm. Und das 2:0 ist ja tatsächlich nach einem versuchten Konter gefallen, wo De Ligt da einfach wie ein Verrückter vorstürmt und dann eben den Ball abfängt und dann sofort weitergeleitet Müller und dann ist der Ball drin. Solche Aktionen, die hast du zuletzt bei den Bayern seltener gesehen, fand ich. Und die hast du jetzt in diesem Spiel wieder gesehen. Und da war es sehr, sehr interessant, dass Nagelsmann in diesem Spiel eben auf so eine Elf setzt, die, ich sage immer, so eine Hinrunden-Elf. Das haben sie in der Hinrunde auch sehr häufig gespielt. Dann aber eher mit Stanisic als Notlösung, dass er jetzt sagt, so, ich nehme Stanisic rein als klare Rechtsverteidiger, damit ich halt den Davis vorschieben kann. Ich nehme Davis rein statt Cancelo. Ich nehme Musiala und Müller rein statt Sané und Gnabry. Das war schon so ein Fingerzeig, fand ich. Und das war schon auffällig, wie gut diese Bayern-Elf und wie aggressiv die drauf waren. Also nicht im Sinne von, wir gehen jetzt schlagen, sondern wir gehen auf den Ball rauf, wir gehen ins Gegenpressing. Die haben richtig Blut geleckt gehabt. Und dann hat man richtig gemerkt, die wollten die Verhältnisse klarstellen in diesem Spiel. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass man bei Union eigentlich immer sagt, Mannschaften wie die Bayern, vielleicht nicht immer von dieser Qualität, aber zumindest von diesem Spielverständnis, nämlich den Ball haben zu wollen, das Spiel zu machen und möglichst auch zu gewinnen, die liegen Union eher. Auch in der Euroleague haben wir immer wieder gesagt, in der Gruppenphase, wenn es gegen schwächere Gegner ging, ja, dann muss Union das Spiel machen, dann ist Union quasi dann in der Bayern-Rolle, die liegt ihnen nicht so gut. Warum hat es Union in diesem Spiel nicht geschafft, dass sie eben genau davon profitieren konnten, dass sie ihr Spiel ja eigentlich durchspielen konnten, nämlich zu sagen, ja, ihr habt den Ball, ihr macht mal und wir machen unser Union-Ding. Lag das einfach nur an der Qualität der Bayern? Waren die einfach zu gut? Ich würde schon sagen, dass es sehr stark an der Qualität der Bayern lag, dass es eben nochmal ein anderes Ding ist. Und Union profitiert ja auch davon, dass viele andere Bundesligisten eben das nicht auf diesem Niveau tun können. Sie hatten jetzt natürlich auch die blöde Situation, dass halt die Bayern angestachelt waren. Und du hast halt wirklich gemerkt, die haben ihre Position gehalten, die wussten genau, was sie tun. Goretzka wusste genau, er muss da irgendwie weit vorne gehen heute, damit die Abwehr nach hinten gedrückt wird, damit auch das Mittelfeld so ein Stück weit nach hinten gedrückt wird, damit eben Union nicht in dieses 1-gegen-1, Mann gegen Mann kommt, damit die Abwehr nicht rausrücken kann, sondern damit die immer wieder nach hinten gedrückt werden und damit Kimmich frei wird und Kimmich dann eben die Chipbälle spielen kann. Und das haben sie halt wirklich perfekt gelöst. Und diese Qualität halt im Spielaufbau, die hat halt niemand wie die Bayern. Also einerseits taktisch, weil sie das eben seit 10 Jahren machen und weil dann eben die genau wissen, wann sie die Räume bekommen und eben auch die Geduld haben, in den Positionen zu bleiben und weil sie aber auch individuell einfach überlegen sind. Dann spielst du halt, ich meine, die Tore waren ja auch jetzt nicht so typische Bayern-Tore, sondern das 1:0 ist einfach, Coman setzt sich durch, schlägt die Flanke und dann setzt sich Choupo-Moting da gegen 3 Spieler bei Union durch. Das sind ja Tore, die normalerweise fängt Union die nicht. Normalerweise sind das ja die Dinger, die Union perfekt verteidigt, aber da war halt eben die Flanke. Das war der Pass davor im Prinzip ja schon, der Pass auf Coman war eigentlich schon der Genickbrecher, weil der da durchschlüpft durch 2 Verteidiger, die beide eigentlich kurz davor sind, den Ball noch zu klären. Es sah eigentlich so aus, als wenn er gar nicht durchflutschen kann und dann hat Coman natürlich freie Bahn zu flanken. Und dann setzt sich auch das erwähnenswert Choupo-Moting im Kopfballduell gegen Döki durch. Ich weiß gar nicht, ob man den Döki ausspricht. Ja. Döki, ja. Der eigentlich eine ziemliche Maschine ist im Kopfballspiel. Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Und Coman, nicht nur da mit der direkten Torbeteiligung, sondern danach ja auch mit dem 2:0. Der ist richtig gut drauf. Der ist nicht nur in diesem Spiel richtig gut drauf, der ist auch in anderen wichtigen Spielen, zum Beispiel gegen PSG,
nahezu unverzichtbar. Ist das derzeit der wichtigste Unterschiedsspieler bei den Bayern, Coman? Ich glaube, er ist auf jeden Fall der konstanteste. So von aus der Reihe Sané, Gnabry, Coman. Gut, Mané war jetzt lange verletzt, hat aber nach der Einwechslung auch gut gespielt und war direkt da. Aber Coman ist, glaube ich, momentan, was die Leistung angeht, würde ich sagen, mit der konstanteste aus dieser Dreierriege. Mhm. Und auch der mannschaftdienlichste vor allen Dingen, weil Gnabry und auch Sané sich immer mal wieder so ihre Dribblings erlauben und auch mal ja ihre kreativen Auszeiten. Ich habe so das Gefühl, aber es ist jetzt auch ne, aus der Distanz, ich habe das Gefühl, Coman ist immer so ein bisschen noch ein bisschen fleißiger, ein bisschen mehr Arbeiter noch. Hat aber trotzdem diese genialen 1-gegen-1 Momente. Ist natürlich so ein klassischer Außenspieler, ne? Also ich meine, Musiala von dem, was er spielt und was er wahrscheinlich den Bayern auch gibt, gerade auch gegen solche Mannschaften, weil er einfach im 1-gegen-1 so stark ist und so häufig noch wieder den Raum findet, ist wahrscheinlich der bessere Unterschiedsspieler so für das Bayern-Spiel, gerade eben auch gegen so viele Bundesliga-Vereine, wo du irgendwie versuchen musst, 2 Viererketten zu brechen. Das macht wahrscheinlich Musiala dann doch noch ein bisschen besser als Coman. Aber Coman ist halt aktuell zumindest, und das ist ja schon wahrscheinlich überraschend, der beste Außenspieler bei den Bayern, wenn man jetzt nicht die Diskussion aufmacht, ob er besser ist als Davis, aber zumindest, dass Nagelsmann in so einem Spiel auf Sané und Gnabry verzichtet, finde ich schon richtungsweisend so, ne? Er ist ja vor allem auch eigentlich so der einzige klassische Außenbahnspieler, ne? Ja. Also weder Gnabry noch Sané kleben so an der Außenlinie. Die ziehen dann eher nach innen, andere Spielertypen, und wenn der dann einfach nicht dabei ist, dann fehlt er ja im Prinzip diese ganze Komponente, ne? Diese Spielart auch. Ja, ist in Hinsicht, glaube ich, auch auf das Rückspiel in der Champions League gegen PSG wichtig, dass er da auch gesund bleibt. Jedenfalls auch von ihm wieder ein überragendes Spiel. Und da können wir das 3-0 auch noch mal kurz nachschieben. Das ist Musiala gewesen, der in der ersten Minute der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit dann den Deckel drauf macht. Und danach war im Prinzip vorbei. So, und so unspektakulär war es dann. Da haben sie einfach mal aufgedreht. Ja, es war schon wirklich hart. Ich habe irgendwann getickert, dass Union halt wirklich aussieht wie Schalke unter Tedesco. Ja. Ne? Also wirklich Prinzip Hoffnung nach vorne. Und das fand ich, das ist ja einfach auch so, so deprimierend, wenn man dann die Bayern sieht und man hofft, das wird vielleicht ein großes Spiel. Und du siehst die ersten 2 Konter von Union versanden so nahe der Mittellinie. Dann weißt du einfach, okay, das wird heute ganz, ganz hart. Dann kriegen sie das erst und dann ist das Spiel quasi schon entschieden. Also ich meine, das sind halt dann, das sind die Bayern, gell? Ja, aber so ist es ja. Ne? Das ist, so ist es ja wirklich. Da wiederholt sich ja die Geschichte. Wenn man sie herausfordert, wenn man sie kitzelt, dann sind sie halt immer zu einer Reaktion imstande. Und solange das so ist, sind sie auch die Bayern. Und wenn du dann quasi im Ligabetrieb dann mal so mehrfache Ausrutscher hast oder so, dann sind die halt einfach, du merkst, okay, die sind nicht zu 100%, irgendwie läuft's nicht. Aber wenn dann auch die Medien das dementsprechend hochpushen, dieses Aufeinandertreffen und die Bayern auch so ein bisschen anzählen und so weiter, und dann sind sie halt da und muss man die einfach lassen. Haben sie dann auch wieder geliefert. Und dementsprechend sind sie auch Tabellenführer. Dortmund hat ja so ein bisschen vielleicht auf einen Unentschieden gehofft, ne? Und dann hätten sie sich mal an die Tabellenspitze setzen können. So ist das Tabellenbild folgendes. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht auf den falschen Fuß erwischt. So sieht es nämlich aus, die Bayern aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses, also weiterhin Tabellenführer. Aber Dortmund schiebt sich an Union vorbei und ist jetzt punktgleich mit den Bayern. Union auf Platz 3 und Leipzig, zu dem wir auch gleich noch kommen, lauert schon dahinter. Man muss aber sagen, für Union, und da bin ich auch bei dem, was Eddie gesagt hat, das ist ja absolut normal. Also 13-0 bei den Bayern zu verlieren, es ist immer noch eine völlig unreale Saison, die Union da spielt. Und das wird auch diese Niederlage in München nicht in irgendeiner Form schmälern können. Kannst du sofort abhaken. Denn das, was man seit 10 Jahren mit Borussia Dortmund macht, nämlich die Hoffnung auf Wettbewerb in diese Mannschaft hinein zu projizieren, die eigentlich von der Qualität her nicht mit Bayern mithalten kann und dementsprechend dieser Aufgabe nicht gewachsen ist und auch regelmäßig daran scheitert, eventuell auch an der Erwartungshaltung. Das sollte man natürlich tunlichst nicht mit Union machen, irgendwie jetzt zu erwarten, dass sie ein spannendes Meisterschaftsrennen irgendwie liefern. Das ist nicht der Job, den Union auszufüllen hat. Von daher, glaube ich, ist da nichts kaputt gegangen. Dieses Bayern-Spiel kann Union sofort abhaken. Da müssen sie sich überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, weil dann kommen in der Bundesliga jetzt Köln und Wolfsburg, und das sind zwei interessante Vereine, finde ich, die so eine Standortbestimmung für Union viel genauer
abgeben können. Weil das sind so auch Vereine, die auch Ups und Downs in dieser Saison gezeigt haben, die auch schon gezeigt haben, dass sie Qualität haben, aber die auch nicht immer konstant abliefern. Und da wird es interessant sein, ob Union da punkten kann und wie Union punkten kann. Und ich glaube, davon wird auch abhängig sein, ob sie weiter oben im Spitzenrennen, also wirklich, ich meine, um die Champions-League-Plätze am Ball bleiben. Aber dieses Bayern-Spiel, wie du es gerade gesagt hast, die sind 3 Punkte hinter den Bayern, die können auch Meister werden. Also realistischerweise, ich weiß, Bayern, Dortmund besser besetzt, keine Frage. Aber wenn du 10 Spieltage vor Ende 3 Punkte hinter dem Ersten bist, dann ist es nun mal rein rechnerisch es ist ein Fakt. Es ist ein Fakt, das will ich damit nur sagen, dass es machbar ist. Ja. Auch wenn ihr. Ja, mein Gott. Ja, es sind noch 12 Spiele. Aber jetzt wünsche ich mir schon wieder, dass Union Meister wird. Nur damit ich euch sagen kann, seht ihr, ich hab's gesagt. Aber eigentlich will ich es gar nicht. Aber ich will auch nicht, dass die Bayern Meister werden. Du musst dich entscheiden. Finde deine innere Ruhe. Vielleicht kurz drüber meditieren. Und dann kommst du nochmal zurück. Ich kann mir vorstellen, dass in dir natürlich auch so ein Interessenskonflikt peitscht. Weil auf der einen Seite kann man nicht Union Berlin jeden Erfolg, der möglich ist, wünschen in dieser Saison. Und auf der anderen Seite bist du als Frankfurt-Fan natürlich daran interessiert, dass Eintracht eventuell noch Union aus den Champions-League-Plätzen verdrängt, was vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich ist. Sprechen wir gleich drüber. Und ich würde an dieser Stelle mal eine Frage stellen an Tobias Escher. Mhm. Ist es mir erlaubt, von den Tagesordnungspunkten abzuweichen? Ja, das ist dir gestattet. Und die Reihenfolge, in der wir die Spiele sprechen. Vielleicht, ja, ich mag... mit dem Titelkampf weitermachen. Ich mag das irgendwie, dieses Runterfallen, diese Tabellentreppe runter zu fallen und mal zu gucken, wo man aufschlägt. Und in dem Fall würden wir direkt weitermachen mit Dortmund, die ja jetzt auf Platz 2 sind, die einen unglaublichen Lauf haben. Ich glaube, jetzt seit 19 Spielen nicht nur unbesiegt, sondern auch jedes Spiel gewonnen. Jetzt haben sie in Hoffenheim, die im Prinzip die Antithese darstellen, die nämlich seit dem 10. Spieltag 2 Punkte oder so geholt haben, also was wirklich lächerlich wenig ist. Dennoch war dieses Spiel nicht so, wie man jetzt die Tendenzen, wenn man sie übereinander liegt, quasi hätten entscheiden lassen können. Sondern es war richtig, richtig knapp. Hoffenheim hat ein gutes Spiel gemacht. Dortmund hat ein bisschen Glück gehabt, musste teilweise echt zittern und hätte am Ende das Spiel auch gut und gerne noch zumindest mal mit einem Unentschieden aus der Hand geben können. So bleibt quasi Fortuna der Borussia treu und Dortmund gewinnt das Spiel 1-0. Ist das genau der Unterschied, der am Ende vielleicht dafür sorgen kann, dass es für Dortmund der große Wurf wird, dass sie eben solche Spiele jetzt in dieser Phase gewinnen? Was meinst du? Erstmal ist es der Sieg, der 10 Jahre zu spät kommt, ne? Gegen Hoffenheim, weil sie dann abgestiegen wären. Ja, genau. Genau. Also das denke ich jedes Mal, wenn sie gegeneinander spielen. Mhm. Aber ansonsten, weniger, glaube ich, der Sieg, der dafür so symbolisch ist, sondern dieses Tor von Julian Brandt, ne? Also jemand, der mit angeschossen wird, während er falsch zum Tor steht, so halb. Und das ist dann wieder das Tor, was gerade dem Spieler von Borussia Dortmund, der irgendwie diese zweite Saisonhälfte bisher bestimmt, dann gelingt. Also das finde ich dann eher symbolischer und wird man vielleicht später drüber sprechen, so Mensch, das war dann auch wieder ein Sieg Richtung Meisterschaft, wenn man darüber dann irgendwann sprechen sollte. Also weil du es gerade auch angesprochen hast, ich drücke halt Borussia Dortmund die Daumen, weil das Ding ist ja, das Schöne an Union Berlin ist, dass man, wenn man Fan von einer Mannschaft ist, die nicht Bayern oder Dortmund ist, dann fiebert man immer im ersten Moment mit, weil man ja denkt in dem Moment, oh Mensch, der Fußball, es ist tatsächlich möglich, dass wir Meister werden können. Ne? Also in 3-4 Jahren, irgendein Stuttgarter steht im passiven Abseits und 3-4 Jahre später können wir deutscher Meister werden. Unglaublich. Mhm. Aber ich habe immer das Problem bei solchen Mannschaften, zum Beispiel auch bei Eintracht Frankfurt, als sie den DFB-Pokal gewonnen haben, dass ich in dem Moment diesem Verein das nicht gönnen kann, weil ich denke, ja, aber das hätten ja auch wir sein können. Ja, genau. Das hätten wir ja auch wir sein können, ne? So wie man sich jetzt als Frankfurter gerade in der Meisterschaft fühlt. Du denkst dir halt, wenn es Union schafft, warum denn wir denn? Warum? Nicht? Was haben? Weil die haben ja meiner Meinung nach auch nie, also nicht den besseren Kader jetzt rein von den Einzelpersonen als Eintracht Frankfurt. Und denke ich mir so, fuck, warum? Was ist hier los? Wenn es Union schafft, dann hätten wir es auch schaffen können. Aber das denken sich natürlich auch 10 andere Vereine, weil Union rein in der Geldtabelle natürlich, weiß ich auf was für ein Platz ist, 13, 14 oder so. Relativ sowas. Weit unten, ja. Also deswegen kann ich mich so gut auf Borussia Dortmund immer einigen, weil ich dann denke, es sind nicht die Bayern. Aber die sind immer noch so gut, dass ich weiß, da sind wir noch weit von, also Mappen jetzt sowieso, aber nicht vergleichen. Aber jeder andere denkt das wahrscheinlich und denkt sich im Moment, naja gut, okay, die haben halt so viel Qualität, das können wir über 34 Spieltage nicht auf den Platz bringen. Deswegen drücke ich den BVB. Es ist auch so ein bisschen,
der BVB ist jetzt mal wieder dran, so, ne? Mhm. Die kämpfen die ganze Zeit da oben mit, so, Union, was ist mit Union? Ihr seid zum ersten Mal hier im Titelrennen dabei, ihr könnt nicht einfach da hochkommen, alles mitnehmen. So, das ist, stellt euch mal hin, dann. Es gibt hier 6 Vereine, die seit Jahren versuchen, da oben reinzukommen, und Union ist so ein bisschen, hey, wir sind jetzt in der Bundesliga, hey, wir sind jetzt in der Euroleague, hey, wir sind jetzt in der Champions League. Das ist schon ein bisschen eklig, dieser Erfolg. Also, ich gönn's den einerseits, weil es ein sympathischer Verein ist, aber. Ist das das Ende der Meditation? Ja. Andere mussten dafür einige Male absteigen und durch viele Höllenfeuer gehen, um da oben anzulangen. Das gefällt mir nicht. Ja, mussten Europa-League-Sieger werden, um endlich mal mitzuspielen. Ja, ja, mussten DFB-Pokal und die Euroleague gewinnen. Ey. Ich finde auch, Union muss erstmal. Ja, aber das sind alles Erfolgsschritte, die musst du erstmal. Ja, du musst ja eine Sprosse nach der anderen. Du, ich finde das scheiße von Union. Sagen, Frankfurt musste sich erst durch den DFB-Pokal-Sieg quälen, durch den Euroleague-Sieg quälen. Durch auch mal bei Chelsea verlieren. Auch mal bei Chelsea auch mal ein Spiel verlieren. Du musst auch mal bei Chelsea im Elfmeterschießen verlieren, um zu schätzen zu wissen. Du kannst nicht einfach in die Liga kommen. Und gut sein. Und gut sein, das und, geht sagen, und einfach alles mitnehmen. Nee, das geht nicht. Also 50 Jahre Leidenszeit muss Union mindestens mitbringen, sonst ist ja überhaupt nichts gestartet. Schon Sympathien schon mal gar nicht. So, Dortmund, also mit diesem sensationellen Tor, ich bin bei dir, wenn Dortmund Meister werden sollte. Es ist noch sehr, sehr früh, aber 12 Spieltage vor Schluss, wenn du punktgleich bist, kannst du auch mal drüber nachdenken. Es ist, möglich. Es ist möglich. Dann würde sicherlich im Dortmunder Fußballmuseum, wobei ich mich gerade frage, ob es noch ein eigenes Fußballmuseum gibt, denn das deutsche Fußballmuseum steht ja auch in Dortmund. Ich weiß nicht, ob sie noch ein eigenes zusätzlich haben oder ob das quasi gemerged wurde. Dann wird dieses Tor von Julian Brandt sicherlich irgendwo über einen Videobildschirm flimmern. Er taucht ab, eigentlich vermutlich, um den Ball nicht zu blockieren. Durchzulassen. Ja. Durchzulassen. Ja. Er knallt ihm aber auf den Rücken und verändert die Flugbahn und dadurch geht er rein. Also insbesondere auch Julian Brandt, das ist, wäre natürlich dann auch stark mit ihm verknüpft, diese Geschichte, weil eben aus dieser Mannschaft, bei der es nie zu reichen schien in den letzten Jahren, dann Julian Brandt der Spieler ist, wo man sagen muss, okay, der hat wirklich die größte Wandlung durchgemacht. Ich glaube auch in seinem letzten Vertragsjahr. Also schon fast irgendwie komisch, warum er ausgerechnet jetzt so zündet. Also was ist vorletztes Jahr. Was ist der Faktor, der ihn jetzt auf einmal so aufblühen lässt? Weil das Talent ist ja unbestreitbar immer schon da gewesen. Jedenfalls ist er eines der Gesichter für diesen Höhenflug derzeit. Ja, und wer weiß, wie hoch es noch geht. Lass uns kurz über Hoffenheim sprechen. Die, wenn es jetzt nicht Hoffenheim wäre und 99% Fußball Deutschlands natürlich so ein gewisses Desinteresse diesem Verein gegenüber hat. Das ist jetzt, soll gar nicht hämisch gemeint sein. Es ist ja einfach so. Wenn es nicht Hoffenheim wäre, sondern ein anderer Verein, Schalke oder so, da würden wir seit Wochen nur darüber reden, was die für einen kolossalen Absturz gerade hinlegen, weil wir sagen es eigentlich in jeder Sendung und ich sag's aber gerne nochmal, nach 10 Spieltagen waren die bei 17 Punkten auf dem Champions League Rang und nach 22 Spieltagen sind die bei 19 Punkten. Die haben in 12 Spieltagen 2 Punkte geholt. Aber keine Rede drüber, weil es Hoffenheim ist. Aber lass uns mal drüber reden. Diese Mannschaft hat eigentlich viel zu viel Qualität. Was passiert denn da gerade? Sie haben jetzt immerhin ein gutes Spiel gemacht gegen Dortmund. Ja, eben. Kann man ihnen nicht abreden. Da waren sie mutig, sind früh draufgegangen, haben auch ihre Chancen gehabt, vor allen Dingen nach Standards. Also da kannst du jetzt nicht dieses Spiel anmeckern. Kannst du nicht sagen, okay. Nee, so, das stimmt. Das wäre jetzt nicht unbedingt die Schuld. Aber du hast halt immer noch die defensiven Lücken. Du hast immer noch keinen klaren, erkennbaren Plan. Muss mal gucken, wie das weitergeht. Also nach diesem Spiel. Ich finde aber auch so. Aber tut also mir schwer mit dem Schimpfen. Den Kader sehe so geil, finde ich den Kader jetzt nicht mehr. Also, das sind schon viele Leute, die schon lange nichts mehr angeboten haben oder über ihren Zenit sind. Kader Rabeck? Ja, zum Beispiel. Kader Rabeck. Das war nur für so. Ja, aber Kader Rabeck hat auch schon bessere Zeiten, aber auch ein Rudi, Bebu. Ja, Kramaric natürlich früher absolute Legende, aber dann auch immer wieder verletzt und auch mittlerweile in einem Alter, wo er vielleicht nicht mehr an die alten Erfolge anknüpfen kann. Dann ist zwar immer auch in diesem Spiel noch der gefährlichste gewesen so und ich sag mal, wenn man Kramaric hat, ist man wahrscheinlich froh im Kader, aber es ist jetzt, wenn ich jetzt, sorry, dass ich jetzt den Vergleich, aber einen Kramaric vergleiche mit einem Muani, da sieht man schon, auch gerade in der Geschwindigkeit und so, da sieht man schon einen Qualitätsunterschied, finde ich. Und also ist jetzt nicht. Und Angelino, da wäre ich überhaupt nicht schlau draus. Der Typ war der nicht schon mit Real Madrid im Gespräch oder so? Der kam aus Madrid. Was war mit Angelino? Nee, der kam aus Manchester City. Er hatte so eine richtige Höhenflugsaison, als Leipzig diese Dreierkette gespielt hat und er dann gefühlt in jedem Spiel an einem Tor beteiligt war. Und er funktioniert irgendwie so gar nicht bei Hoffenheim. Also da hat man ja noch gedacht, so wow, krass, was ein Downgrade für ihn, aber
statt nach Madrid geht es jetzt nach Hoffenheim. Aber ich will damit nur sagen, das sind alles solide Spieler von mir aus, ein solider Bundesliga-Kader, aber mit dem Kader greifst du nicht die internationalen Plätze an. Und wir wissen alle, in der Bundesliga ist es so eng. Wenn du dann eben eine Mittelfeldmannschaft bist, dann sind es meistens nur so 6, 7 Punkte vom Abstiegsplatz. Dann klappen 2, 3 Sachen nicht. Du hast ein bisschen Verletzungspech, zack, bist im Abstiegskampf. Und genau das sehe ich jetzt auch so bei Hoffenheim. Es ist jetzt auf jeden Fall nicht ein Kader, dem ich vor der Saison internationale Plätze attestieren würde. Das finde ich eigentlich so am enttäuschendsten ist eigentlich so die Winterpause bei Hoffenheim. Ne? Also die haben sich zumindest von den Namen her total interessant verstärkt gehabt. Wenn du halt so einen Downfall hast innerhalb der ersten Saisonhälfte und du verstärkst dich dann, denkst du im ersten Moment, okay, vielleicht kannst du jetzt wirklich das Ruder rumreißen und holen Delaney, Dolberg und Brooks, wo ich bei allen drei Namen denke, Mensch, sind ja erstmal interessante Namen, also da brauche ich jetzt nicht viel Fantasie, um zu denken, hey, die können der Mannschaft weiterhelfen. Mhm. Und im Spiel gegen Dortmund spielen die erstmal alle drei nicht. Ich glaube, Dolberg und Delaney haben bisher kaum Einfluss auf das Hoffenheimer Spiel. Brooks ist jetzt so richtig, nachdem er zu Anfang gesetzt war, hat er sich aus der Mannschaft rausgespielt. Das finde ich eigentlich am enttäuschendsten, muss man, glaube ich, Hoffenheim jetzt gerade auch am ehesten vorhalten, dass sie mit den Möglichkeiten, die sie dann ja schlussendlich auch einfach haben, im Winter gar nichts daraus gemacht haben. Ne? Ja. Mhm. Was ich halt im Nachhinein so blöd finde an mir selber, ist, dass ich nicht mehr über diese Breitenreiter-Entscheidung gemeckert habe. Weil das war ja im Nachhinein eigentlich eine sehr, sehr schlechte Entscheidung. Ihn rauszuschmeißen? Nicht ihn rauszuschmeißen, ihn einzustellen. Dass man halt nach den letzten beiden Saisons, wo unter Sebastian Hoeneß, ja klar, das lief nicht perfekt, aber die haben halt ein bisschen was aufgebaut. Sie waren eines der spielstärkeren Teams der Liga, hatten dann immer mit Verletzungen zu kämpfen, damit die in der letzten Rückrunde dann mit diesem nicht wirklich zu erklärenden Einbruch, den sie dann da hatten. Und der war aber so eine Entwicklung. Und ich glaube, was wir jetzt ja von Arsenal und Arteta lernen, ist, dass man manchmal auch in Entwicklung durch so Täler durchgehen muss und dann vielleicht mal gucken muss, dass man da dann irgendwie gestärkt rauskommt. Aber dann hat man halt gesagt, wir wollen jetzt diesen Typen Breitenreiter, wir wollen jetzt wieder mehr Kampf sehen und sowas. Und dann denkst du, naja, aber ihr seid Hoffenheim, nicht? Das Stadion ist die meiste der Zeit halb ausverkauft nur. Die Leute kommen halt, um guten Fußball zu sehen, so blöd das klingt halt. Wenn sie kommen, dann kommen sie halt, weil sie halt guten Fußball sehen wollen, nicht weil sie halt irgendwie Leute kämpfen sehen wollen. Das ist halt nicht irgendwie ein Malocher Stadt Hoffenheim oder sowas. Dass sie dann eben das mit Breitenreiter dieses Ding versucht haben, das ist ja dann auch gegen die Wand gefahren. So. Also das hatten, am Anfang hatten sie ein bisschen Glück in den Spielen und dann hatten sie das nicht mehr und dann hast du aber auch gemerkt, da kommt jetzt keine Weiterentwicklung mehr fußballerisch und du kannst halt bestimmten Stil nicht an bestimmte Orte einfach wuchten. Das geht, finde ich, nicht. Du musst halt schon irgendwie beachten, wo bist du und was kannst du hier machen? Ja, ich sag's ja immer wieder, ich bin ja auch der Meinung, es muss eigentlich ein Gesetz geben, dass Vereine, die so wie Hoffenheim einfach schnell mit viel Geld und ohne Tradition nach oben gekauft werden, die müssen guten Fußball bieten als Entschädigung. Das ist ja so. Du kannst nicht einfach, aber Union ist es okay. So, aber wenn jetzt Hoffenheim anfängt, wie Union zu spielen, ist nicht mehr in Ordnung. Oder auch Leipzig. Das geht auch gar nicht. Das ist auch die Idee, dass das irgendwie geht. Aber du musst ja auch eine Symbiose schaffen aus allem dann. Aus Kaderplanung, aus was für Typen arbeiten in der Geschäftsstelle, wie sind die Fans drauf, wer begleitet uns zu Auswärtsspielen. Du kannst ja dann nicht sagen, okay, wir sind jetzt hier die super Kämpfermannschaft und dann ist der Auswärtsblock mit 10 Leuten besetzt. Nee. Und du denkst dir, für wen machen wir das eigentlich? Kämpft Leute. Also, mhm. Wen machen wir das hier eigentlich? Sorry, ich muss schon mal los wegen Stau. Muss morgen bei SAP sein. Ja. Aber macht mal weiter, Jungs. So gesehen ist sich Hoffenheim natürlich der eigenen Identität gerade ziemlich treu. Ne? Also es sind sehr viele egale Spieler, es ist eine sehr egale Mannschaft insgesamt, es ist ein sehr egaler Spielstil, aber das ist dann halt auch ready für die zweite Liga. Absolut. Absolut. Also wo kein Zuschauer hingeht, ob in die erste oder zweite Liga, ist ja dann auch egal. Also, sorry, es ist einfach, keiner braucht Hoffenheim, da brauchen wir jetzt auch nicht hier politisch korrekt sein, es ist einfach ein Drecksverein, der die zweite Liga eigentlich nicht, die sollen einfach raus. HSV gegen Hoffenheim, was wäre das für ein geiler Trade? Für die Bundesliga, jetzt mal ehrlich. Also, da gewinnt eine ganze Liga von so einem Tausch. Ja, da sage ich doch jetzt nichts Spektakuläres. Ich weiß, du geierst doch auf irgendeinen Job beim DFB und du darfst es nicht sagen oder so. Und du bist vielleicht irgendwann Sportstudio. Ich habe abgeschlossen. Ich sag, wie es ist, Hoffenheim soll sich aus der Liga verpissen. Und Leipzig direkt hinterher. Überleitung. Die wäre in die Werbung geführt dann. Aber dadurch, dass Hoffenheim und Leipzig ja auch irgendwo relativ werblich positioniert sind, insbesondere Leipzig, ist das eigentlich schon eine Brücke, die wir dann auch gehen können? Aber der Hopp, was der für die Region getan hat, halt. So, was ihr für uns tun könnt, hat, muss ich jetzt Hoffenheim gut finden oder was?
wäre das jetzt hier einfach mal sich anzuschauen. Wir sind in wenigen Sekunden wieder da. Das ist nämlich sehr, sehr schnell vorbei. Ja, mit dem Geld muss man auch umgehen können. Erstmal muss man es verdienen. Das machen wir jetzt. Und ich versuch's die ganze Zeit. Irgendwann, ich sag jetzt nichts. Irgendwann kommen wir rein. Wir zeigen euch das. Und dann sind wir gleich wieder da und dann mal gucken, ob er noch weitermachen möchte. Hey Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. Prost, herzlich willkommen zurück. Die Werbepause im Hause Rocket Beans reicht nicht mal aus, um... Ja, man nimmt erst, ja, oder so. Vielen lieben Dank. Guck mal, das ist Kameradschaft, ne? Man gibt den Wasserkelch an jemanden weiter, der wiederum. Jetzt guckt hin, wie er daraus Wein macht. Das hätte sich auch Eintracht Frankfurt gewünscht, ja, ja. Wenn man gesehen hätte, wie er einen reinmacht. Am Ende war es nur einer und damit zu wenig. Und dabei blieb es dann am Ende 2:1 für Rasenballsport Leipzig, eine der Mannschaften, die im Prinzip für dich ja so eine Art B-Team ist. Du hast ja immer gesagt, Frankfurt reicht dir nicht, du brauchst mehr Vehikel, mehr Gefäße für deine Emotionen. Die passen nicht in einen Verein rein, du musst noch ein bisschen was auslagern. Und deswegen hast du Hass und Ablehnung noch übrig gehabt. Und die füllst du dann. Nein, Scherz. Ich nehme alles zurück. Leipzig gegen Frankfurt war das nächste Spitzenspiel des 22. Spieltags. Und Leipzig legte relativ energisch los, ging dann auch irgendwann relativ früh, 6. Minute oder so schon, durch Timo Werner. Wie immer. Ja. Entführung, leicht, sah ein bisschen unkonventionell aus. Man könnte sagen, leicht reingestolpert. Fast gestolpert. Gestolpert den Ball. Aber man könnte auch sagen, er hat leicht die Kontrolle verloren und hat dann noch geschafft, im Kontrollverlust irgendwie einen Schuss abzugeben, der auch dann wiederum einem Respekt abnötigt. Denn ich hätte gar nicht die Kontrolle verloren. Ich ganz anders gerade sagen, du hättest nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Aber bei der Geschwindigkeit, bei der du rennst, ist es auch gar nicht so leicht zu stolpern. Ja. Das ist ja einfach lauf. Du stolperst ja auch nicht, wenn du gehst. Ich falle auch in der Badewanne hin, wenn ich stehe und falle mehrere Wochen verletzt aus. Gut, das war natürlich jetzt für Frankfurt eine sehr empfindliche Niederlage, weil sie gegen den direkten Konkurrenten um die Champions League Plätze ging. Ja, und natürlich dann eh immer dieses Kommerzthema ist, man gewinnt ja gerne mal auch gegen Leipzig dann. In dem Fall hat es ein bisschen wehgetan, vermutlich, oder? Ja, es ist jetzt natürlich auch schon das, es zieht sich so ein bisschen seit dem Rückrundenbeginn oder seit der Winterpause so ein bisschen wie so ein rotes, wie so eine rote Linie durch Frankfurt, dass man das Gefühl hat, so richtig geölt läuft die Maschine nicht wie in der Hinrunde. Jetzt hast du gegen Neapel die ziemlich deutlich, ich war im Stadion übrigens, das war sehr schön. Mhm. Kann man sagen, wir haben auch noch Bundesliga extra aufgenommen, erscheint morgen und da reden wir dann auch über Champions League, über Europa League. Genau, und so da habe ich ein bisschen erzählt, ausschweifend habe ich doch erzählt. Die eine Geschichte fand ich super. Die eine Geschichte war richtig gut, muss ich unbedingt gucken. Ja. Naja, jedenfalls, und da hast du halt schon deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen, muss man ganz klar sagen. Also da hast du halt gesehen, Neapel war in allen Belangen besser und so ein bisschen ist das dann natürlich ernüchternd, wenn dann gegen Leipzig auch zumindest in der ersten Halbzeit deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommst. Und vor allen Dingen, was das Problem ist, und das ist ja das, was mich immer abfuckt bei der Eintracht, ist, wenn du das Gefühl hast, dass die nicht 100% bei der Sache sind, dass die nicht da rangehen. Und das ist leider immer noch, und das fuckt mich einfach so ab und das nervt mich auch wieder. In der zweiten Halbzeit haben sie es dann gemacht, in der zweiten Halbzeit waren sie dann wach, sind in die Zweikämpfe gegangen, waren bissig und zack, hast du auch gesehen, die können auch Leipzig vor Probleme setzen. Aber warum die das nicht 90 Minuten machen, das check ich einfach nicht. Das fuckt mich einfach so ab und diese, ja, das ist das, was mich so aufregt, weil da wäre vielleicht dann auch ein bisschen mehr, wäre zumindest vielleicht ein Punkt drin gewesen. So muss man sagen, geht diese Niederlage natürlich vollkommen in Ordnung, weil die erste Halbzeit auf jeden Fall eine absolute Katastrophe war aus Eintracht-Sicht, aber auch natürlich Leipzig auch gut war, bissig, schnell in den Zweikämpfen, haben eigentlich jeden zweiten Ball auch gewonnen, schnell nach vorne kombiniert, passsicher, also im Prinzip alles, was die Eintracht in der ersten Halbzeit vermissen lassen. Und dann kommen noch diese individuellen Fehler immer. Jede Woche ist es ein anderer. Dieses Mal war es dann Tuta, der völlig ohne Grund den Ball verliert gegen Neapel. Macht Götze, der sonst nie einen Fehlpass spielt, spielt dem Gegenspieler rein. Davor war es Indika, der irgendwie zwei Spiele lang. Also das dauernde Gefühl, irgendeiner findet sich, der heute sich sagt, ah, dumm. Und das nervt dann halt auch, weil was willst du da machen, wenn dann ein Timo Werner allein aufs Tor halt, gut, er hat noch mal verstolpert, da hätten wir fast noch mal Glück gehabt, aber da ist dann halt, da siehst du halt das aus so Spitzenmannschaften wie Neapel oder Leipzig, da darfst du dir das halt nicht erlauben. Und da muss man halt sagen, wenn du Champions League spielen willst, wenn du zu den Top 4
in Deutschland gehören willst, dann kannst du dir nicht in jedem Spiel ein Blackout leisten oder mal erlauben, nur 60 Minuten top zu spielen. Und das muss die Eintracht irgendwie noch lernen. Dazu ist natürlich jetzt auch schon wieder Unruhe im Verein. Ich weiß, mir wird jetzt wieder unterstellt, jetzt ist er wieder so negativ und so weiter. Aber ich habe das ja auch schon immer gesagt. Gefühlt der halbe Kader, alle Leistungsträger sind momentan in Gespräch bei anderen Vereinen. Ich kann da immer schlecht sagen, ist das der Grund, warum die Leistung nicht stimmt oder nicht? Da kann man natürlich immer viel spekulieren. Aber es ist natürlich auffällig, wenn ein Kamada seit Wochen keine Leistung bringt, wenn ein Lindström seit Wochen nicht auf der Höhe ist, wenn ein Indika, der angeblich schon bei Barca unterschrieben hat, zum ersten Mal, seit er bei der Eintracht ist, eine Schwächephase hat, auch ein Jibril Sow, der zwar dieses Spiel ein paar gute Ansätze gehabt hat, aber der mir auch manchmal nicht so ganz bei der Sache ist, da fehlen mir dann, weiß ich nicht, ob das Zufall ist, dass ausgerechnet diese Spiele auch gehandelt werden oder in Vertragsverhandlungen sind, oder ob das Zufall ist. Aber es sind zu viele Spieler, die momentan nicht an ihre Topform aus der Hinrunde drankommen, und dann reicht's nicht. Und andererseits, und das ist auch immer der Grund, warum mich Leipzig so aufregt, ist natürlich, weil ich diesen Kader sehe und sehe, wenn die wechseln in Kunku ein, die wechseln Silva ein, die wechseln Schlager ein, Simakon, das sind alles Spieler von internationaler Weltklasse. Das fuckt mich irgendwo auch ein bisschen ab, sag ich ganz ehrlich. Wenn ich sehe, was die für Spieler haben, und wenn ich dann sehe, wenn die kaufen aus ihrem Farmteam und so weiter, dass man sich das jedes Wochenende angucken muss, das ist wie wenn du jede Woche Mario Kart auf deinem Twitch-Kanal. Und stell dir vor, du hättest da Leute, die einfach cheaten. Und du würdest aber trotzdem. Ich bin der festen Überzeugung, dass es die gibt. Ja, sonst würde ich immer gewinnen. Und die kommen da rein und du spielst jede Woche Mario Kart mit denen und du denkst, der cheatet. Aber ich muss trotzdem hier. Ich kenne schon deinen Blick. Es ist Cheaten. Es ist Cheaten. Es ist Cheaten. Es ist ein fucking Geldcheat. In jeder anderen Situation würde man sagen, das ist illegal, was die machen. Und wir haben es einfach akzeptiert und nehmen es jetzt hin. Und es regt mich einfach auf. Entschuldigung. So, ich hab fertig. Mhm. Sag ich nichts mehr. Leipzig hat tollen Fußball gespielt. Es ist, mag illegitim sein, es ist nicht illegal. Aber das mache ich jetzt hier auf. Nicht auf. Illegitim, okay. Ich muss auch mal sagen, ich fand Leipzigs Leistung gut. Also so blöd das klingt. Also ich weiß ja, jetzt, nach dem Rant muss man einmal kurz sagen, Werner auf links zu stellen war gut. Der hat da wirklich Frankfurt vor Probleme gestellt. Frankfurt finde ich halt auffällig, dass du schon merkst, wenn da hinten halt dann in der Vierer die Fünferkette umgestellt werden muss, dass das eben nicht so stabil ist. Tut da mit dem Fehler halt und Knauf eben dann gegen Werner immer einen Tick zu offensiv. Ja, das meine kleinen 2 Cents. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir immer noch nicht dazu übergegangen sind, wie das im US-Sport üblich ist, dass die Journalisten in die Kabinen dürfen. Weil ich würde gerne mal sehen, wie Kolo Muani jedes Mal in so Watte gepackt wird, in so Papier, das so knistert. Ja. Und die dann ganz vorsichtig Richtung Frankfurt zurückschippen. Weil wenn der ausfallen würde, hätte Frankfurt ein Riesenproblem. Mhm. Also ich finde, das wird auch immer wieder in diesen Spielen deutlich, in denen er überhaupt nicht ins Spiel reinkommt. Ich meine, du hast es vorhin gesagt, so Kolo Muani hat gegenüber den meisten Stürmern in der Bundesliga einen Geschwindigkeitsvorteil. Konnte er jetzt gegen Leipzig überhaupt nicht ausspielen und plötzlich ist so diese Frankfurter Offensive auch komplett tot. Ne? Zumal das ja auch ein Spiel war von 2 Mannschaften, die unter der Woche Champions League gespielt haben und wo irgendwie klar ist, die Mannschaft, die das erste Tor macht, hat halt einen unfassbaren Vorteil, weil halt beide so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen werden. Wahrscheinlich Frankfurt, weil sie nicht ganz so einen breiten Kader haben, eher als Leipzig. Und das alles zusammen spielte denen natürlich komplett in die Karten. Und Frankfurt, die in so einem Spiel, wenn es für sie ideal läuft, in Führung gehen und dann Konter auf Muani spielen und versuchen, so irgendwie dieses Spiel nach Hause zu bringen, wirklich vor einer unlösbaren Aufgabe stehen. Aber wie gesagt, ich würde es gerne mal mir anschauen, wie Muani hier erstmal eingepackt wird und dann ganz vorsichtig von 3 Mann so langsam in den Mannschaftsbus getragen wird. Verstehe ich, was du meinst. Der Junge ist überragend gegen Neapel, leider mit Rot runtergeflogen, was natürlich die Aussichten dann fürs Rückspiel auch so ein bisschen dämpft. Haben wir auch drüber gesprochen in unserer kleinen Special-Sendung. Da das eine, was du dazu gesagt hast, klingt mir immer noch nach. War ein Also das muss man eigentlich als eigenes Video nochmal hochladen. In dem Fall, ja, wie du sagst, ist er nicht so zur Entfaltung gekommen. Er hat natürlich eigentlich mit Götze und Kamada so 2 Spieler, die ihn ja auch perfekt in Szene setzen können, insbesondere wenn sie auch ein bisschen Platz haben. Ne? Aber Leipzig hat in dem Fall einfach nicht so viel angeboten. Ne? Haben auch ein gutes Spiel gemacht, muss man auch sagen. Ich fand Leipzig auch gerade auch so in der ersten Halbzeit, die sind richtig gut reingekommen. Da war nicht viel Erwartungshaltung, sondern man hat das Gefühl gehabt, Leipzig weiß auch, das ist ein richtungsweisendes Spiel.
Das muss man gewinnen, einfach im Hinblick auf die Champions League-Ränge. Wenn man selbst quasi in der Handlungsposition bleiben möchte und nicht reagieren muss oder hoffen muss auf irgendwelche Niederlagen der Konkurrenz, dann musst du dieses Spiel gewinnen. Dortmund und Bayern bieten nicht so viel an. So, Union weiß man nicht, wie ziehen sie es durch, und dann hast du noch Freiburg und Frankfurt. Und so haben sie auch gespielt. So, und da war jetzt nicht so, okay, Champions League Müdigkeit, wir haben gerade gegen City gespielt und jetzt Bundesliga Alltag, überhaupt nicht, sondern ich finde, die sind gut reingekommen. Folgerichtig, das 1-0 war jetzt ja auch nicht die erste Situation, sondern das hatte sich ja schon ein bisschen angedeutet, und wir reden immer von der 6. Minute. Also da war schon echt Dampf drin. Und von daher denke ich auch, dass es ein gutes Spiel war von Leipzig und daher auch ein verdienter Sieg in der Tabelle. Wir können ja mal kurz raufschauen. Sieht das jetzt folgendermaßen aus: Leipzig auf Platz 4 derzeit, und man sieht jetzt eben auch die Bedeutung anhand des Unterschieds zu Frankfurt. Das sind nämlich jetzt 4 Punkte, und es wären weniger gewesen, wenn das Spiel anders ausgegangen wäre. Von daher, ja, für Frankfurt natürlich echt bitter, aber nächstes Spiel von Frankfurt ist gegen Wolfsburg. Ja, das ist natürlich ein Spiel um Platz 6, da muss Frankfurt einfach da sein. Nicht, dass sie Platz 6 an Wolfsburg verlieren noch und da durchgereicht werden. Ich meine, bis Platz 16 sind es dann auch nur noch wenige Punkte. Nicht, dass es am Ende dann in der zweiten Liga endet. Insbesondere, weil Habe ich auch schon alles erlebt. Die Skibbe-Saison hätte man besser skippen können. International, Rückrunde kennen wir alle. Ja. Der Abstieg. Kickers. Wollte hat sich einfach gesagt, mache ich einfach das 2-0 gegen die Bayern nicht. Mach ich einfach nicht. Ja. Obwohl du ihn bei Sauflieger noch Kommuni hattest. Ein Grapper in der Halbzeit. Ist egal. Gut. Lang ist her. Lang ist her, genau. Tobias Escher möchte uns zurückholen in die Jetztzeit, und das machen wir natürlich auch. Wir machen weiter so ein bisschen dort in der Tabelle und bleiben mal beim SC Freiburg, Platz 5. Die haben auch im Prinzip ein Spitzenspiel gehabt gegen Bayer Leverkusen. Die sind diese Saison keine Spitzenmannschaft, was unter anderem daran liegt, dass sie den Saisonauftakt in den Sand gesetzt haben, der auch dann mit dem Trainerwechsel quittiert wurde. Aber seit der zweitschönste Trainer der Welt dort an der Seitenlinie steht, geht es ja zumindest mal etwas bergauf. International läuft es auch. In Monaco per Elfmeterschießen weitergekommen, was erstaunlich war, weil sie in der Bundesliga alle Elfmeter fast verschossen haben, bis auf einen. Und dann im Elfmeterschießen alle reinmachen. Fragt man sich, was ist los eigentlich? Was ist mit den Leuten los im Kopf? Also es muss ja wirklich eine rein mentale Geschichte sein, offensichtlich. Anders nicht zu erklären. Jedenfalls finde ich, also es klang nach der Position nicht wie ein Spitzenspiel, aber es war eigentlich ein Spitzenspiel auf Augenhöhe. Und 1-1 ging es aus. Freiburg ist in Führung gegangen durch einen Freistoß von Grifo. Dann kam Leverkusen nochmal zurück, und es hätte, finde ich, eigentlich auch in beide Richtungen nochmal ein zweites Tor geben können. Hat am Ende aber niemandem aber das Glück zur Seite gestanden. Was macht Freiburg denn, wenn Grifo mal nicht in Watte gepackt wird? Oder wenn er dem irgendwann mal, ist er auch schon nicht mehr der Jüngste, wenn er irgendwann nicht mehr spielen kann, dann müsste ich auch Gedanken machen. Gut, aber ich sag mal, Grifo, der kann auch noch mit 53 auf den Platz gehen und sich den Ball da hinlegen und sagen, oh, es sind ja nur 25 Meter. Also, das ist eher kein Problem. Das stimmt. Ja. Ich möchte einmal so berührt werden, wie der Ball von Vincenzo Grifo. Also, das ist sehr, sehr schön einfach. Ich finde auch, der Freiburger Platzwart sollte so langsam mal den 16er einfach so ein bisschen vergrößern. Nicht, dass es sofort einen Elfmeter gibt, sondern einfach nur, dass die gegnerischen Verteidiger wissen, okay, ab hier wird's blöd. Wenn wir jetzt ein hier dummes Foul sollten wir nicht machen, weil ist der Ball einfach drin. Ja. Sechs Freistoßtore in dieser Saison? Das ist absurd viel, ja. Also, ist in der Torschützenliste Vincenzo Grifo aktuell auf Rang 2. Niklas Füllkrug, Vincenzo Grifo. Der ist Zweiter schon tatsächlich in der Torschützenliste? Ja, noch ein paar Elfmeter reingemacht, ja. 12 in Saison Tor. Dritter hinter, gleich mit Nkunku. Was die anderen sich alle bewegen müssen, laufen müssen, sie irgendwelche Bälle gewinnen müssen im 16er, er legt sich da jedes Mal nur hin. Schon sehr ökonomisch, sehr clever. Ja. Aber sag mal noch mal kurz, weil du meintest, Xabi Alonso ist der zweitschönste Trainer. Bruno Labbadia. Ah, gut, das da kann man nichts sagen. Kann man, sorry, das ist einfach. Nee, alles gut. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja. Übrigens, genau. Grifo, der sich in Hoffenheim ja null durchgesetzt hat. Ja, der funktioniert in Freiburg. Ja. Weil der auch darf da. Weil der darf da die Freistöße, Ecken treten, viel mehr muss er nicht machen. Im Pressing ab und zu da stehen, aber die nach vorne dürfen die anderen arbeiten. Da muss dann Doan ran. Das darf der. Der versteht sich mit Streich, der fühlt sich da wohl.
Ich fand, es war ein schönes Spiel tatsächlich. Also, es war ein Spiel mit sehr viel Spielfluss. Also Leverkusen sowieso eine Mannschaft, die momentan sehr gut das Spiel laufen lässt. War sehr überrascht, dass Andrich in der Dreierkette hinten beginnt. Mhm. So, okay, jetzt ist er abgekippt. Nein, ist nicht abgekippt. Der steht da die ganze Zeit. Die spielen mit Dreierkette mit Andrich zentral. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber hat eigentlich ganz gut funktioniert und hat auch Freiburg so ziemlich vor Probleme gestellt, bis dann Christian Streich gesagt hat, okay, ich weiß jetzt nicht weiter, wir machen jetzt einfach Mann gegen Mann. Wir stellen selber auf Dreierkette um, spielen Mann gegen Mann auf dem ganzen Platz. Das hat so leidlich funktioniert. Also es hat zwar dann zum Ballgewinn geführt, der dann zum Freistoß geführt hat, wo du dann gesagt hast, okay, da trifft Grifo sowieso an dem Ort. Aber danach war es dann tatsächlich so, dass ich fand, Leverkusen einen guten Spielfluss hatte und immer wieder 1 gegen 1 gewonnen hat und auf den Flügeln Durchbrüche gemacht hat und eigentlich die besseren Chancen hatte, fand ich dann nach der Pause auch. Also so ein Systemwechsel mit Licht und Schatten auf Freiburger Seite, dieses 3-4-3. Und Leverkusen, die kriegen es auch mittlerweile besser hin, ihr Tempo einzusetzen, finde ich. Also das haben sie so in den ersten Spielen unter Alonso noch nicht so hingebracht. Da war es sehr stabil hinten, aber vorne nicht so geil. Aber das kriegen sie jetzt besser hin. Und dann hast du halt eben die Luxussituation, dass du zur Pause eben Wirtz bringst, der dann da vor dem 1-1 war es ja dann, glaube ich, wo er dann irgendwie eine gefühlte halbe Stunde den Ball hält und alle Freiburger andächtig zuschauen und dann denken, oh Gott, und dann spielen den Ball raus und dann fällt das 1-1. Also schon eine gute Leistung von ihm auch schon wieder. Also Leverkusen, mit denen kannst du durchaus rechnen, finde ich noch. Ich würde fantastische Außensitzflanke von Bakker, ne? Auch fantastisch. Also das war wirklich, das war noch schöner eigentlich als der Freistoß. Genau, wo du dir auch eigentlich nur denkst, so, Mensch, wieso schlagen die ganze Zeit die Flanken? Das war das, was mich noch gestört hat in der ersten Halbzeit, wo sie halt ständig Flanken geschlagen haben. Da war halt Asmund vorne drin und Freiburg hat die weggeköpft, halt so gefühlt, musste Ginter nicht mal hochspringen, der ist einfach hingegangen, so puff, weg war der Ball. Aber dann schlägt er dann doch diese eine Flanke und Asmund ist dann da und du denkst dir, okay, deswegen habt ihr es gemacht. habt ihr es gemacht. Ja. Und ja, für Asmund eine schöne Geschichte im Grunde. Ne? Der ist ja auch noch nicht so ganz angekommen. Jetzt ist Patrick Schick auch wieder fit, was seine Einsatzzeiten auch noch mal ein bisschen drücken sollte. Deswegen war das, glaube ich, für ihn persönlich auch mal ein wichtiges Tor. Aber ja, also man muss auch sagen, Leverkusen kam dann aus diesem Euroleague-Spiel dagegen Monaco, haben natürlich auch Körner gelassen. Deswegen hat der zweitschönste Trainer der Bundesliga eben auch mit Wirtz und ja, Schick, weiß man eh nicht, ob der, also wann ist er soweit, ein Startelf zu spielen, aber der auch lange gespielt in Monaco aufgrund der Verlängerung, hat er die beiden noch draußen gelassen. Also die können dann auch noch nachlegen. Aber es ist auch schon ein anderes Spiel für Leverkusen, wenn sie 1-0 hinten liegen, weil sie eben, wenn sie Räume bekommen, ja, wenn sie entweder führen oder gegen Mannschaften spielen, die auch gerne gewinnen wollen, dann haben sie oftmals eben Platz. Und wenn du dann kommst mit Frimpong und Diaby und hast dieses Tempo, das ist das Leverkusener Spiel, was sie, glaube ich, echt mögen. Und wenn du dann hinten liegst und musst dir dann ein bisschen tiefere Räume erspielen, das ist vielleicht nicht so 100% ihr Ding. Und da brauchst du natürlich dann auch einen Wirtz, der einfach die Klasse hat, der den Ball halten kann, der den Ball verteilen kann, der Lücken sieht, der auch eine Präzision im Passspiel hat, eine Kreativität. Und den brauchst du dann eben, glaube ich, auch. Und dann brauchst du auch noch gute Stürmer da vorne, die den dann verwerten können, den Ball. Ja. Ich muss echt sagen, Leverkusen, obwohl auch dieser Verein mir ähnlich wie Hoffenheim ein bisschen egal ist, drücke ich enorm die Daumen, dass sie in dieser Saison noch möglichst viel Erfolg haben, weil ich finde, die haben einen unglaublich spannenden Kader. Sie haben natürlich einen spannenden Trainer, der auch noch unglaublich gut aussieht. Mhm. Und es wäre einfach sehr, sehr schade, wenn diese Mannschaft am Ende Elfter wird und möglicherweise in eine Situation kommt, die wir in den letzten Jahren zum Beispiel in Gladbach gesehen hat, wo man sich dann nicht mehr fürs internationale Geschäft qualifiziert hat und möglicherweise mal in die Situation kommt, dass man Spieler verkaufen muss oder Spieler auch einfach gehen wollen, weil sie sagen, jahrelang ohne europäisches Geschäft kann ich einfach nicht machen. Ne? Siehe Florian Wirtz, der, ich weiß jetzt nicht, wie seine Vertragssituation im Detail aussieht, aber der vielleicht unruhig wird. Und das fände ich schon echt schade, weil dieser Kader eigentlich unglaublich viel hat. Und wenn wir vorhin drüber gesprochen haben, Arsenal, Arteta, man hat vielleicht mal ein Tal, ist das halt so von der Basis, die sie eigentlich haben, unglaublich gut, dass man sich sehr schnell vorstellen kann, nächsten November sprechen wir darüber, oh, sind aber Tabellenführer der Bundesliga, wie haben die das eigentlich gemacht? Ich habe jetzt mal geguckt, ich glaube, Expected Goals, wären sie Dritter oder Vierter nach Differenz? Also, die haben eigentlich sehr, sehr viel Pech dieses Jahr. Mhm. Und man würde ihnen gerade deswegen gönnen, dass sie jetzt ein bisschen mehr Glück haben, damit sie wenigstens noch Siebter, Sechster werden und irgendwie ins Geschäft kommen. Mhm. Sind 5 Punkte auf Wolfsburg, also unmöglich ist das nicht. Sie können natürlich aber auch Eintracht Frankfurt machen und die Euroleague gewinnen. Dann spielen sie nicht seit Champions League. Und das ist egal, was sie in der Liga machen. Frankfurt war was, Elfter oder sowas, ne? Als sie Euroleague gewonnen haben. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit auch zu sagen, ey, pass auf, Abstiegsmodus ist irgendwann mal beendet. Wir gehen jetzt all in
Jetzt haben sie auch ein machbares Los. Also Viertelfinale ist absolut drin. Und ab dem Viertelfinale kannst du schon mal ernsthaft. Das wird jetzt interessant, gell? Ja, kannst du schon mal drüber nachdenken. Das ist gar nichts unwahrscheinlich, ne? Ja, Leverkusen, international. Also ich lass mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber das sehe ich nicht. Wieder, also stürmst halt nicht mit 30.000 Leuten Camp Nou, sondern mit 13. Aber Barca ist ja raus. Ja, aber müssen ja nur einfach, also wo soll diese, sehe ich nicht, sehe ich diese. Du meinst, dass da fehlt was, um die Euroleague zu gehen. Du sagst, dass der wichtigste Spieler waren die Fans. Ja, einfach auch diese Stimmung, das muss ja, das ist dann so ein gesamtes Ding, so was ich bei Leverkusen seit jeher, aber auch international vermisse. Mhm. Also sie reiten keine Welle. Ne. So wie die Euro-Fighter. Wie gesagt, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber es fehlt mir der Glaube, dass Leverkusen irgendwie das schafft. Die sollten es lieber über die Liga versuchen, haben sie bessere Chancen. Meine Meinung. Ich bin auch kein Fan von Leverkusen. Surprise. Ach, das kam jetzt gar nicht durch. Pikachu-Face. Ja. Was ist Pikachu-Face? Schockt Pikachu-Face. Also, schockt Pikachu-Face, ja. Ich weiß, du klammerst ja sowieso alles andere aus. Dir geht es nur darum, ob einer einen guten Pass spielt oder im Pressing richtig anläuft. Richtig. Aber so leicht kann man meiner Meinung nach Fußball nicht leben. Nein, das geht nicht. Fußball ohne Emotion ist wie Pikachu ohne Schock. Ist er echt geschockt, weil er, ich meine, er ist ja ein Blitz-Pokémon, oder? Also ist es ein emotionaler Schock oder ist es ein körperlicher Schock? Hat er sich selbst geschockt oder ist es. Er schockt eigentlich andere. Ja, eben, oder? Ja. Also ist er. Warum guckt er denn geschockt? Egal. Er ist ja relativ immun. Also nicht immun, aber er ist ja stark gegen Blitz. Das, wie? Was, du bist die Diskussion überfordert mich jetzt. Ich hab mich vorbereitet. Ich hätte gedacht, darauf nicht. Da kann ich auf dich zählen jetzt. Ich habe gedacht, du bist Generation Pokémon. Stimmt wohl, ja. Aber, ja, sicherlich. Aber bist du raus, okay. Dann wollen wir dich nicht langweilen und überfordern und bleiben wir bei den Dingen, mit denen du dich sehr gut auskennst. Und das ist der Fußball. Es sei denn, jemand möchte noch was zu Freiburg und Leverkusen sagen. Nö. Besser nicht, dann fallen wir die Tabellentreppe weiter runter und landen hart auf Platz 7. Wolfsburg! Aber jetzt kannst du doch mal zu den Tagesordnungspunkten wieder zurückkehren. Wenn wir jetzt Wolfsburg gegen Köln besprechen, können wir doch jetzt mal die wirklich spannenden Dinge. Gut, dann gehen wir nach Schalke. Gehen wir auf Schalke. Ja. Gehen wir auf Schalke. Wir gehen unter Tage, aber auf Schalke nach Gelsenkirchen. Ja, Michael Frey, du geiles Stück Fleisch. Warum ist Michael Frey ein geiles Stück Fleisch? Ich finde ihn einfach, das ist. Ich habe gelacht, als er kam. Weil ich dachte, Mensch, das passt jetzt einfach auch noch zu Schalke, dass sie den holen, der in den letzten Jahren nun wirklich nicht irgendwie den Verdacht erregt hat, dass man in Antwerpen da einen Diamanten geschliffen hat. aber er spielt halt genau das, was man sich von Terodde lange erhofft hat. Ne? Also er ist halt in einer gewissen Weise torgefährlich, er ist auf jeden Fall physisch im Strafraum präsent. Aber er kann halt auch mal auf Außen ausweichen, so jetzt wie beim 1:0. Er hat echt Geschwindigkeit. Er hat halt genau das, was Terodde halt eben nicht hat und warum Terodde vielleicht auch immer wieder in der ersten Liga scheitert. Von daher finde ich es ein, weil ich vorhin auch gesagt habe, Hoffenheim so enttäuschend im Winter mit den Transfers. Das war halt ein echt richtig guter Transfer von Schalke. Mhm. Überhaupt Schalker Transfers im Winter. Ja. Größtenteils, also nicht alle. Ich bin jetzt kein Balanga-Fan, aber das ist eigene Geschichte. Aber Jens ist ja auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ist jetzt nicht der Schnellste, aber der wirft sich halt rein. Ist jetzt auch nicht der Spielstärkste, aber das brauchst du auch nicht in dieser Mannschaft, sondern der wirft sich rein. Yoshida kann immer gucken hinter ihm und Jens kann reingehen. Das ist ein gutes Paar, das funktioniert einfach. Ja, total. Ja. Terodde ist halt, ja, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal, ist ja auch ein Thema, über das ich gerne referiere. Dass das natürlich ein Spieler ist, der im Strafraum ist, der Tore schießt. Aber ansonsten kannst du mit Terodde, das ist nicht böse gemeint, aber das ist kein Spieler, der sich einschaltet, halt wie ein Frei, der da einfach ausgeht auf dem Flügel und dann kann Drexler rein und dann hast du halt so eine Rochade da drin. Aber das funktioniert natürlich, wenn du wie Schalke in der zweiten Liga da halt 30 Flanken pro Spiel schlägst, aber in der ersten Liga kommt halt Schalke 5-mal in Strafraum, maximal. Und dann ist natürlich so ein Frei wichtiger, der dann auf Außen geht und der dann auch nur einen Bülter oder einen Drexler ermöglicht, in den Strafraum reinzugehen. Ja, Terodde hat natürlich in der zweiten Liga auch mehrheitlich bei Mannschaften gespielt, die gut waren, auch im Tabellenbild einfach dann häufig in Strafraumsituationen gebracht wurde. Beim HSV gespielt, Stuttgart gespielt, whatever, Schalke gespielt und so weiter. Das ist natürlich was anderes, wenn du in der zweiten Liga dann teilweise da der Bus geparkt wird und du stehst da im Strafraum drin und bekommst irgendwie 27 Bälle im Spiel. Das ist was anderes, als wenn du sagst, okay, als Schalke mit dem Etat, mit der Mannschaft musst du eigentlich erstmal defensiv gut stehen und eventuell über Kontersituationen kommen. Und da hat er einfach nicht das Tempo, zu sagen, ich sprinte an der Mittellinie los
und überlaufe den Abwehrspieler und gehe aufs Tor. Das ist nicht Terodde. Und dementsprechend denke ich auch, dass in der zweiten Liga, um den Aufstieg zu schaffen, ist er perfekt. Aber dann muss er eigentlich auch in der ersten Liga bei einer Mannschaft spielen, die ihn mit seinen Stärken einsetzt. Und das finde ich dann auch mal ein bisschen unfair, Terodde gegenüber, ihm das so anzukreiden. Ja, er ist halt kein kompletter Stürmer. Weil wenn er auch noch so schnell wäre wie ein Kolo Muani, dann wäre er halt auch nicht, da würde man die Debatte über ihn nicht führen, weil dann wäre er Nationalspieler, dann würde er bei Bayern spielen. So, und wenn du ihm halt nicht wenn er nicht in einer Mannschaft spielt, die seine Stärken zur Geltung bringt, ja, na klar trifft er dann nicht. Ja, ja. So, deswegen tue ich ihm ja schwer, ihm das zur Last zu legen. War jetzt auch sollte mehr eine Lobeshymne auf Frei sein, einfach, ja. Und auf das, was Schalke dort ja auch einfach erkannt hat, nämlich, dass sie viel zu statisch in der ersten Saisonhälfte waren und sich darauf verlassen haben, hoffen zu dürfen, dass Terodde irgendeiner vor den Schlappen fällt. Mhm. Und jetzt hat man halt eben einen Spieler gefunden, der vieles mitbringt, was der bisherige Mittelstürmer eh schon hatte, der aber einfach schneller ist und mit dem man plötzlich eben in diese Rotationssituation kommt. Mhm. Und wo man plötzlich Tore schießt. Mhm. Ja, du sprichst die Wintertransfers an, die funktionieren. Ja. Schalke hat jetzt endlich auch mal wieder ein Spiel gewonnen. Davor waren sie ja auch 3-0, dann mit Unentschieden zumindest punktreich. Und sind jetzt dann 6 Punkte aus 4 Spielen. Ich recht? 6 Punkte. Ja, 4-0 gespielt. Also 4-4 sogar, 7 dann aus 4. Also sie sind seit 5 Spielen nicht mehr geschlagen. Ja. Jetzt durch den Sieg sieht das auch plötzlich wieder sehr, sehr gut aus. Ja, und erneut möchte ich die Tabelle einmal ganz kurz einblenden, weil wir haben natürlich eben unsere Augen nur nach oben gerichtet und nicht nach unten, aber unten ist das, was jetzt zählt. Da sehen wir es nämlich, Schalke ist zwar natürlich immer noch Tabellenletzter, aber auf einmal sind sie in Schlagdistanz. Es ist quasi nur noch ein Sieg, der sie davon trennt, auch ja, vielleicht sogar die Abstiegsränge zu verlassen und sie wieder an Bochum abzugeben. So schnell kann es gehen. Ja, das ist genau das, was wir letztes Mal gesagt haben. Es ist nicht das Schalke aus der Abstiegssaison, wo du im Prinzip nur noch auf Abschiedstour gehst in der Rückrunde, sondern hier der Abstiegskampf ist so heiß wie lange nicht. Und vor allen Dingen werden da immer mehr Vereine mit reingezogen. Weil auch, ich sag mal, auch in Köln, selbst in Köln kann sich da jetzt noch nicht 2 Niederlagen und die Konkurrenz scored und dann ist Köln mittendrin. Also das geht bis ins, ja, im Prinzip bis Leverkusen, würde ich sagen. Sind die Vereine durchaus da noch betroffen. Ja. Lass uns nochmal beim Spiel Schalke gegen Stuttgart bleiben. Ich habe da auch am Wochenende eine Nachricht von Noah bekommen. Entschuldige, Noah, dass ich dir noch nicht geantwortet habe, aber ja, das klang eher fatalistisch, sagen wir es so. Ich habe ein bisschen Sorge um ihn und um seine seelische Gesundheit nach diesem Spiel weil Schalke hat das in der ersten Halbzeit gut gemacht, haben die Nadelstiche gesetzt, haben immer wieder auf die Außen gespielt, haben da auch gemerkt, okay, da kommen wir durch. Auch langer Ball auf Außen, dann da überladen mit 2, 3 Spielern und dann runter die Luzi und dann hat er auf Freitag das Tor sehr richtig schön vorbereitet. Das erste war es ja dann, glaube ich, und das zweite ging dann auch über den Flügel mit, das war der mit der Hacke dann. Ja, genau. Das war der mit der Hacke, auch ein richtig schönes Tor von Bülter. Aber Stuttgart war in der ersten Halbzeit so halb anwesend nur. Also das war jetzt auch nicht so, dass Schalke die da vor mega Probleme gestellt hat. Die haben einfach hinten Manndeckung im Mittelfeld, dann hinten Jens räumt alles ab und nach vorne gucken wir, dass wir über die Flügel durchkommen. Das war sehr, sehr simpel und sehr, sehr effektiv. Aber dann in der zweiten Halbzeit hast du ja auch gemerkt, dass Stuttgart eigentlich die bessere Mannschaft ist. Also Stuttgart eigentlich, wenn die so ein bisschen Positionswechsel reinbekommen, ein paar Doppelpässe spielen, wie sie es auch unter Labbadia zuletzt gemacht haben, dass sie dann eigentlich relativ problemlos vor das Tor kommen. Und die hatten in der zweiten Halbzeit ja dann Chance um Chance. Und da war ja von der 45. bis 65., glaube ich, ging es ja nur in eine Richtung. Und du fragst dich dann, musst dich dann, glaube ich, wirklich fragen als Stuttgart-Fan, das stelle ich mir ganz, ganz anstrengend vor, wie kann das sein, dass diese Mannschaft in der ersten Halbzeit so nicht da ist und dann doch da ist? Und halt nicht nur, was Einsatz und Kampf angeht, sondern auch was Fußballspielen angeht. Was ja eigentlich so eine Sache ist, so Positionswechsel sind ja eine Sache, die machst du oder die machst du nicht. Und Pässe, Doppelpässe spielen, die machst du oder die machst du nicht. Wie kommst du auf die Idee, plötzlich in der zweiten Halbzeit geile Doppelpässe zu spielen? Dass du halt manchmal eine Aufweckung brauchst, dass du einen Trainer brauchst, hey, komm, was ist denn los hier, Leute? Und dass du dann merkst, okay, jetzt müssen wir noch mal härter reingehen in den Zweikampf, ist ja das eine, aber dass du halt keine Pässe spielst, das will in meinen Kopf nicht rein. Ja. Zumal Schalke ja jetzt auch wirklich seit der zweiten Saisonhälfte die ganze Zeit mannorientiert verteidigt. Ja. Und wo eigentlich jeder Bundesligist gefragt ist, okay, ich versuche halt zu rotieren, ich versuche Positionen zu tauschen, ich versuche halt das Spiel irgendwie ins Laufen zu bekommen, weil gerade das ist ja, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, so schwierig, dass du immer übergibst. Also das macht es ja so schwierig, irgendwie so mannorientiert zu verteidigen, dass du den richtigen Moment findest, doch noch zu übergeben, damit du nicht plötzlich wirklich wie in der E-Jugend deinem Gegenspieler über einen halben Platz hinterherläufst. Und das haben sie in der zweiten Halbzeit ja auch hingekriegt.
Ja, genau. Nur halt vorher überhaupt. Genau, das ist auch das, wenn ich mich zum Beispiel mit Martin Rafel unterhalte, der ja auch als Trainer arbeitet, Spielverlagerung, Autor, Turnkollege, der sagt immer, ja, das Mannorientierung zu bespielen, das klingt so einfach auf dem Papier, du tauschst dann Positionen, ziehst deinen Spieler raus, aber in der Praxis ist das sehr, sehr schwierig, weil die Spieler Angst haben, ihre Position zu verlassen, sie haben Angst, nicht wieder rechtzeitig zurückzukehren, du musst auch das Timing stimmen und wenn der Gegner individuell dir überlegen, ist das ganz, ganz schwierig. Deswegen, dass das mal nicht klappt, das kann passieren. Aber was halt mir nicht in den Kopf will, ist, dass es in der zweiten Halbzeit klappt, aber in der ersten nicht. So, also weil das ist so ein Ding, entweder klappt es oder es klappt es nicht. Du hast es ganz häufig, dass du merkst, okay, heute klappt es, wer dagegen Bochum, kommen wir nachher dazu. Mhm. Oder du hast halt die Situation, es klappt nicht. Aber es passiert ganz selten, dass es mal eine Halbzeit klappt und eine zweite Halbzeit nicht. Das ist ja das, was du mit Frankfurt immer, wo du immer denkst, wie kann das denn sein? Das denke ich mir jetzt hier bei Stuttgart, wie kann das denn sein, dass ihr da eine Halbzeit braucht, um zu checken, dass die mannorientiert spielen und dass ihr da das spielen müsst, was ihr eigentlich könnt. So, wie kann das sein? Ist das vielleicht eine Einstellungssache auch vorm Spiel, wenn man sagt, okay, wir kommen jetzt aus einer Tabellensituation, Schalke muss gewinnen. Schalke hat eigentlich nicht die Qualität, um jetzt zu sagen, okay, wir machen mal das Spiel. So, wir haben jetzt 4 Spiele zu 0 gespielt, die sind offensichtlich nicht so torgefährlich. Mach mal, Schalke. Wir gucken uns das mal an. Und dann gehst du vielleicht erstmal mit so einer Grundpassivität ins Spiel, dass du sagst, ich überlasse die Initiative erstmal dem Gegner, weil ich glaube, das ist nicht seine Stärke. Ich mach quasi, lass seine Schwäche mal zum Protagonisten werden. Und dann merkst du auf einmal, okay, fuck, ich habe so ein passives Mindset. Irgendwie fliegen mir die Dinger um die Ohren. Genau. Und dann in der Halbzeit justierst du und merkst, fuck, jetzt müssen wir den Schalter umlegen, weil wir liegen hinten. Und wir müssen jetzt aktiv werden. Und dann gehst du auch mit einem ganz anderen Gefühl auf den Platz und sagst, okay, jetzt jagen wir. Kann das vielleicht sein, dass Stuttgart einfach gesagt hat, okay, warten wir mal ein bisschen ab. Und das ist am Ende zum Verhängnis geworden. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei so einem Boxkampf, wo du dir denkst, du gehst in den Boxkampf und denkst dir so, erstmal abtasten, erstmal gucken, wie der Gegner sich verhält. Aber der Gegner geht rein und macht direkt so Mike Tyson-mäßig. Und du bist in der ersten Runde und denkst dir so, okay, scheiße, rantasten ist nicht. Ich muss direkt. Und es gibt halt manche Teams, die es schaffen, direkt von Minute 1 in diesen Mike Tyson-Modus zu gehen. Und andere erstmal denken, erstmal gucken, was hier so passiert. Und dann ist aber schon gelaufen. Und das sehe ich das ist genau das, was ich bei der Eintracht sehe, wo die kommen dann in die Ringecke und Glasner sagt, sag mal, seid ihr echt bescheuert, könnt ihr jetzt auch mal in den Aggro-Modus gehen? Und so ist es dann auch bei Stuttgart, dass da ist nichts mit Abtasten, der Gegner war einfach, Schalke war einfach von Minute 1 so. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das nicht was Bewusstes, was man sich vorm Spiel sagt, ich gehe heute mal ein bisschen lockerer. Nochmal, das kann ich mir erklären. Das finde ich auch logisch, so, dass du manchmal halt vielleicht dir denkst, nicht erwartest, dass der Gegner so kampfbetont kommt, dass du selber dir vielleicht denkst, okay, wir machen jetzt erstmal ruhig und teilen uns die Kräfte ein. Aber dass du halt fußballerisch irgendwie plötzlich Pässe spielst, die du vorher nicht gespielt hast, das will mir nicht rein. Weil das ist ja häufig so, du merkst so heute, shit, der erste Pass kommt schon nicht und der zweite kommt auch nicht und dann geht gar nichts mehr. Und dann spielst du halt das ganze Spiel nur Mistpässe. Aber dass du dann, ohne jetzt groß eine mega taktische Umstellung zur Halbzeit zu machen, ja gut, ein bisschen personell anpassen, aber ist nicht so, dass du da eine mega taktische Umstellung machst, dass du dann in der zweiten Halbzeit plötzlich Fußball spielst. Das fand ich so kurios. Aber ist das was vielleicht ein Materazzo, nee, der ist ja gar nicht mehr bei Labbadia, dass da das erwartet, also es gibt ja einen neuen Trainer bei Stuttgart, also es würde ja vielleicht erklären, warum die jetzt auch versuchen, anderen Fußball zu spielen. Klar, aber wie gesagt, ich verstehe es halt nicht, dass die halt in der ersten Halbzeit einfach so spielen, wie sie, also so die Pässe genau spielen und dann auch die Doppelpässe eben über die Halbräume versuchen, das hätte genauso gut in der ersten Halbzeit funktioniert. Das haben sie halt nicht gemacht. Da sind dann halt auf der Position geblieben und haben dann halt den langen Ball gespielt, wo du denkst, nein. Ich frage mal in die Runde jetzt, wer von euch glaubt, dass Schalke absteigt? Warum nicht? Oder überlegst du noch? Ich überlege noch. Ich sehe aktuell Bochum wesentlich schwächer. Mhm. Und ich sehe, zumindest was sie aktuell zeigen, Stuttgart und Hoffenheim schwächer. Ich finde Augsburg nicht gut. Und wenn ich dann bedenke, dass Schalke jetzt 5 Spiele ungeschlagen ist, seit sie aus der Winterpause zurückgekehrt sind, kein Spiel mehr verloren, stehen defensiv gut, kriegen keine Gegentore, fast keine. Das spricht schon viel dafür, dass man am Ende 15. wird, ne? Ja, die Tendenz spricht sicherlich für Schalke. Aber ich kann mich nicht damit anfreunden, dass alles, was ich in den letzten Wochen gesagt habe, zusammenbricht. Und das ist ein gutes Argument. Gut. Nächster Gegner von Schalke ist Bochum.
Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Knaller. Dann zu Hause das Derby. Auch, also klar, natürlich Dortmund hauchhoher Favorit, aber zu Hause auf Schalke gegen Dortmund, das wird ein Hexenkessel. Und dann Augsburg. Also die nächsten drei Spiele sind wahrscheinlich die vielleicht wichtigsten der ganzen Saison für Schalke. Also, weiß man nicht, aber ja, auf jeden Fall wichtig. Also was mich da nicht so überzeugt, ist tatsächlich der Spielplan von Schalke. Ich habe am Wochenende Thorsten Wieland gelesen, Schalke-Blogger, der gerade schreibt, dass es halt irgendwie schon, ich meine, klar, Blogger, die neigen, glaube ich, auch immer ein bisschen dazu, dass man so dieses diese Chemie zwischen Fans und Mannschaft ein bisschen überhöht, weil man natürlich auch vielleicht auch seine eigene Rolle und man ist halt eben Teil davon, vielleicht so ein bisschen, ja, überhöht, das will ich ihm jetzt aber gar nicht vorwerfen. Was eben jetzt gerade der Fall ist, und das hat man schon gegen Stuttgart gesehen, ist, dass das Stadion voll mitgegangen ist, dass da eigentlich wirklich was entsteht, dass sich Schalke überhaupt nicht auf Abschiedstournee gerade befindet. Und da ist der Spielplan gerade nicht besonders schön, weil man hat zu Hause das Derby, klar, und dann noch Hertha als, glaube ich, einziger Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, der kommt. Und ansonsten kriegt man halt zu Hause die ganzen guten Gegner und muss zu den Schwächeren hinfahren. Das spricht natürlich im Abstiegskampf nicht besonders für einen. Und die letzten drei Spiele dieser Liga, ich sag's nur mal, für Schalke sind Bayern München, Eintracht Frankfurt und Leipzig. Also es ist natürlich auch, und das kann für alle drei Vereine, Frankfurt, München und Leipzig, da um sehr, sehr viel gehen. Also es ist nichts, wo man in dieser Saison sagen kann, naja, die Bayern haben schon 25 Punkte Absprung, da spielt jetzt nur noch. Gut, andererseits, Bayern ist dann am drittletzten Spieltag Meister, Frankfurt konzentriert sich aufs Champions-League-Finale und Leipzig hat am letzten Spieltag nichts mehr zu melden, sind locker Dritter. Ja, das kann man so sehen. Ich würde das auch so unterschreiben. Weswegen ich noch so auf Abstiegskurs bin, klar, sie haben jetzt zwei Tore geschossen, das waren auch wirklich gut herausgespielte Tore, aber die Offensive war jetzt auch nicht so, dass du sagen kannst, die haben jetzt sich massiv Torchancen herausgespielt und die haben in den letzten Wochen immer zu Null gespielt und das ist, glaube ich, das, was Reis wirklich positiv, das ist das, wofür man Reis loben muss, dass er die Mannschaft defensiv so richtig stabilisiert hat. Aber mir fehlt noch die Fantasie, wie sie jetzt auch gegen Bochum wieder Tore schießen, weil in Bochum, wie du gerade gesagt hast, ist ja nochmal was anderes. Du hattest Stuttgart auch sehr stark davon profitiert, dass die auf den Außen wieder so löchrig waren, wo du dich jetzt seit Wochen fragst, wieso spielt Anton Rechtsverteidiger? Wieso? Was ist der Sinn dahinter dieser Maßnahme? Und das kann ich mir, ich kann mir schon vorstellen, dass sie am Ende daran scheitern, dass sie einfach zu wenig Tore schießen. Also ich will das nicht relativieren, was Schalke gemacht hat. Die haben sich ganz, ganz stark stabilisiert, verbessert und in meinen Augen genau das Richtige gemacht, dass sie über eine stabile Defensive und erstmal über die Null sich eine Stabilität erarbeitet haben und dann jetzt eben gegen Stuttgart auch angefangen haben, die lebensnotwendigen Tore zu schießen. Also ich sehe die Entwicklung absolut positiv und ich will da jetzt auch nicht immer irgendwie dann negativ in Schalke rumpoolen. So, es haben sich verdient, diesen Respekt. Und es ist sehr, sehr schwierig, aus der Situation heraus quasi dich zu stabilisieren und sich neu zu erfinden. Das haben sie geschafft. Und allein dafür bekommen sie von mir fetten Respekt. Aber wenn man sich auch noch mal anguckt, okay, gegen wen haben sie diese Punkte geholt? Sie haben gegen Köln 0-0 gespielt. Das war nicht so ein Köln, wo man sagt, okay, die sind jetzt hundertprozentig on fire. Das weiß man bei Köln immer nicht, weil der Faktor international und der Faktor Verletzungspech und so weiter, die können mal einfach, wenn sie der Akku voll ist, so, dann hast du ein anderes Köln, als wenn ein paar Stellschrauben nicht passen. So, 0-0. Dann Gladbach das Gleiche. Gladbach ist die Inkonstanz in Person. Ich erinnere mich, sie waren schon das deutlich bessere Team und haben aber einfach keine Lücke gefunden gegen Schalke. Aber Schalke war auch nicht besonders torgefährlich. So, und haben sie halt die Null geholt. Dann haben sie gegen Wolfsburg, die hatten diesen Zwischenspurt, wo sie dann irgendwie von unten einmal hochgekommen sind, wo sie gefühlt irgendwie 8 Spiele in Folge gewonnen haben. Und seitdem sind sie auch wieder eine normale Mannschaft. Kannst du auch mal einen Punkt holen. Union Berlin das Gleiche. Union tut sich schwer gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Haben wir vorhin auch schon wieder gesagt. Schalke ist gerade sehr gut da drin, die Null zu halten. Union hat da keine Lücke gefunden. Jetzt gegen Stuttgart sah ich zum ersten Mal eine Mannschaft, wo ich sage, okay, da waren sie auch echt besser. Und das haben sie auch verdient gewonnen. Stuttgart ist zu spät aufgewacht. So, und dann, wer kommt als nächstes? Dann hast du Bochum. Die spielen jetzt zu Hause gegen Schalke. Bochum hat auch diesen Zwischensport gehabt, kacken jetzt richtig ab wieder in letzter Zeit. Vielleicht gewinnen sie sogar in Bochum. Halte ich nicht für unrealistisch. Bochum ist super heimstark, aber die irgendwie haben die ihr Momentum gerade verloren. Das ist super wichtig. Aber dann geht's gegen Dortmund, dann geht's gegen Augsburg in Augsburg. Dann geht's gegen Leverkusen,
zu Hause. Da räume ich ihnen sogar Chancen ein, je nachdem, wie Leverkusen international dasteht. Ich weiß gar nicht, wie das terminiert ist. Wenn das irgendwie. Ja, das ist nach der Länderspielpause. Vielleicht nicht das beste Timing. Hätten sie besser Leverkusen erwischt, irgendwie kurz vorm Hinspiel oder des Rückspiels, irgendwie des Viertelfinals oder irgendwie sowas. So, und also ich meine, die Spiele werden nicht leichter. Hoffenheim hast du noch, okay, dann hast du Hertha, da muss was passieren. Das sind die Spiele, wo was passieren muss. Aber sie müssen es schaffen, und das ist die Schwierigkeit. Im Prinzip vor den letzten drei Saisonspielen müssen sie einen Vorsprung haben. Da gehe ich mit, ja. Und das wird so schwer. Vor allen Dingen, also vielleicht setzen wir letzte Woche schon ganz anders da, wenn sie Bochum 3-0 aus dem Stadion geschossen haben. Kann ja sein. Ja, trotzdem brauchen sie einen Vorsprung. Aber sie brauchen jetzt erstmal Punkte, eben wie du gesagt hast. Weil ansonsten kommen sie irgendwann in diese unangenehme Situation, in der sie jetzt auch so ein Stück weit waren, aber noch nicht ganz so heftig, dass 0-0 halt zu wenig ist. Dass sie halt offensiver spielen müssen. Und dann bricht halt dieses Gebilde so ein Stück weit wieder zusammen. Weil sie dann eben nicht mehr ganz dieses, wir gehen jetzt nur auf lange Bälle auf Außen und auf Stabilität. Das geht dann nicht mehr. Und dann kann es halt so eine Negativspirale entstehen. Mal abwarten. Vielleicht tun wir ihnen auch allen Unrecht. Vielleicht schaffen sie das ja. Das ist ja wäre eine schöne Geschichte. Es wäre eine schöne Geschichte und ich würde es Schalke gönnen, einfach weil das eben ein Potenzial hat. Das Stadion ist ausverkauft. Da sind irgendwie was 60.000 Leute. Die sind Tabellenletzter. Die bieten überhaupt keinen schönen Fußball. 4x0-0. Das Stadion ist voll. Die unterstützen die Mannschaft und allein dafür gehört diese Mannschaft in die Bundesliga. Da gibt es andere Vereine, wo man sagt, ey komm, kann ich eher drauf verzichten. Deswegen gönne ich denen das total. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie Partypupper sein. Ich würde mich für Schalke sehr, sehr freuen, wenn sie es am Ende schaffen. Das wäre ein Riesenerfolg. Und der wäre mit dem Namen Reis auch verbunden. Mhm. Und das wäre dann auch wieder so eine Fußballgeschichte, dass Reis vor der Saison mit Schalke flirtet, dann ist vermutlich auch dieser Flirt ausschlaggebend dafür, dass es in Bochum nicht mehr passt. Verlässt Bochum oder wird verlassen von Bochum, geht dann verzögert nach Schalke. Bochum steigt ab, Schalke schafft den Klassenerhalt unter Reis. Das wäre natürlich wieder einfach eine krasse Geschichte. Wäre es auch der Erfolg von Rufen Schröder? Der was eine Überleitung. Sich dann mit einem Klassenerhalt stark. Wieso mache ich so? Ich müsste so machen. falscher Reflex. Der sich dann mit einem Klassenerhalt verabschieden könnte gegen Leipzig. Ja, Leipzig will da wieder bei der direkten Konkurrenz schwächt direkte diese. Konkurrenz, und was macht Schröder so begehrenswert? Er hat in Mainz gute Arbeit geleistet nach dem Weggang von Heidel. Und ist natürlich jetzt schon in der Kombination mit Eberl, Schröder und Rose eine neue Vereinsführung in Leipzig. Die haben alle plötzlich so viel Geld zur Verfügung, wie sie noch nie in irgendeinem Verein, in dem sie gearbeitet haben, zur Verfügung hatten. Ich glaube, dass die alle, Eberl ist erholt. Denke, da kam, also das ist schon eine Ansage, wie Leipzig sich da neu aufgebaut hat. Jetzt haben sie mit Minzler vielleicht auch so jemanden, der auch zu viel Macht hatte, entlassen. Und viel Fußballkompetenz jetzt geholt, viel Erfahrung. Wegbefördert haben sie. Wegbefördert. Wegbefördert, ja, er darf sich jetzt um Getränke kümmern, ist doch toll. Und ja, also ich finde das schon, objektiv gesehen, natürlich, meine subjektive Meinung, kennt ihr, meine objektive Meinung ist natürlich schon, dass das clever ist, was Leipzig da macht. Die haben ihr Farmteam in Österreich, wird wahrscheinlich weiterhin erfolgreich bleiben, der Verein. Heiße These heute. Mhm. Stark, ich lehne mich aus dem Fenster. Ja, werden wir dich in 10 Jahren noch mal. Ja, aber es braucht auch manchmal mutige Leute, die Wahrheit aussprechen. Ja, ja. Glaubt ihr eigentlich, dass Peter Knäbel damals schon mehr wusste, als er meinte, Rufen Schröder schaut von oben auf uns herab, dass er damals eigentlich nur an die Tabelle dachte? Ich glaube, dass Peter Knäbel Zeitreisender ist. Ja, ja, ja. Ist der Peter Knäbel nicht irgendwas? Der hat bei seiner Zeitreise nämlich auch den Rucksack verloren. Genau das. Mhm. Der Typ ist das. Mhm. Ja. Okay. Rucksackgate. Ja. Peter. Ach, ich weiß nicht. Ich habe am Wochenende HSV geguckt. Mm. Schön. Und ich war so ähnlich, mit so ähnlichen Gefühlen dabei, auf wesentlich niedrigerem Niveau, als wenn ich die Eintracht gucke und denke mir so, die kriegen noch so einen Entschied, die fangen noch einen Treffer. Ja, und genauso ist es gekommen und auch auf so eine unnötige Art und Weise. Und dann habe ich mich gefragt, ob du am Ende mit dem Unentschieden leben kannst, wenn man dir das vorher gesagt hätte. Habe ich ja beantwortet in unserer Special-Sendung, in der du auch warst. Ach ja, da hatten wir drüber geredet. Ja. Was ist das nochmal? Diese Special-Sendung, die geht um international, aber auch um zweite Liga. Genau, also das könnte ja gegen dich da nicht beieinander liegen. Und ja, das HSV und Champions League ist einfach uns trennbar miteinander verbunden. Wir alle erinnern uns 4-4 gegen Juventus Turin. Ne, Butt?
noch mit dem Elfmeter-Tor und so. Wahnsinn. Und deswegen haben wir es zusammengelegt einfach. Ja, das war eine tolle Sendung. Dienstag kommt sie, ne? Cool. Ja, ich glaube schon. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, absolut. Was natürlich bei dieser Rufenschröder-Sache immer wieder, und die Schalke-Fans beschweren sich jetzt natürlich auch völlig zu Recht, dass er natürlich wieder die ganze Zeit damit kokettiert hat, Schalke ist ein besonderer Verein für mich, das war eine besondere Sache da zu sein, und jetzt ist er da ja gegangen und dann wechselt er jetzt zum nächsten Verein. Ich verstehe, dass die Manager das machen, weil sie natürlich auch irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl provozieren wollen bei ihrem Verein und weil natürlich, wenn die Fans auch nicht hören wollen, so, ja, ich bin eigentlich nur wegen des Geldes hier oder ich bin, weil das jetzt hier eine gute Adresse ist für meinen Lebenslauf hier, was aber bei den meisten die Wahrheit ist. Und aber wenn du auf Schalke sagst, ich bin nur wegen der Kohle hier, wie kommt das an? Also, hat er was gemeinsam mit den Fans? Wegen Kohle? Ja, das war der Gag. Ja, ich weiß, ich wollte noch mal ich habe den Gag verstanden, ja, okay. Genommen. Ja. Und erklärt. Ja. Und einfach noch mal ein bisschen den Ball hochgehalten. Dankeschön, weil ich habe mich auch das Gefühl, dass der zu Unrecht völlig untergegangen ist. Also, Entschuldigung. Ich sollte mir abgewöhnen, dich wegen schlechter Gags zu unterbrechen, wenn du was Inhaltliches beizutragen hast. Das war ja ein guter Gag, aber kannst du ja da inhaltlich aufgreifen. Man sieht es ja auch an der Freude bei Tobi. Mhm. Hey, ich glaube halt einfach, was immer noch viele unterschätzen, also viele Funktionäre, viele Leute, die bei RB daran beteiligt sind, ist halt das Desinteresse der übrigen Fußballrepublik. Also etwas, was man ja im vergangenen Jahr gesehen hat, als sie den DFB-Pokal gewonnen haben. Und gerade Oliver Minzlaff konnte man das, fand ich, wirklich ansehen, wie er in dem Moment wirklich verzweifelt ist, weil er gemerkt hat, wir haben gerade einen der wichtigsten Wettbewerbe im deutschen Vereinsfußball gewonnen. Und uns wird aber nicht die Aufmerksamkeit zuteil, die wir jetzt eigentlich gerade gerne hätten. Also fast zeitgleich die Bilder aus Frankfurt, wo die ganze Stadt auf den Straßen war und irgendwie so als deutscher Vertreter gewinnen einen großen Pokal, wie toll ist das? Und in Leipzig passiert gar nichts. Also da ist einfach nichts passiert. Es gab ein tolles Foto von Kampel, wie er Red Bull in die Trophäe gegossen hat. Das ist das eine, aber dann eben auch in Leipzig auf der Straße, da war niemand, da war auch keine besondere Stimmung, da war einfach nicht viel los. Und ich glaube immer noch, dass diese Funktionäre, aber auch die Spieler zum Teil, das ein Stück weit unterschätzen, weil man für sich selbst mehr an Charakter und mehr an Format gewinnt, wenn man mit Schalke aufsteigt und möglicherweise guten Fußball spielt und dort wieder was Neues formt, als wenn man mit Leipzig Pokalsieger wird. Und viel mehr ist mit Leipzig zumindest national ja auch nicht drin. Du kannst auch deutscher Meister werden, aber die Reaktionen wären sehr, sehr ähnlich. Und dann wird niemand sagen, Rufen Schröder ist aber schon ein Genie, ne? Also das machen die schon toll da in Leipzig. Denn du wirst halt immer wieder darauf zu sprechen kommen, wie ist es passiert, dass sie überhaupt in diese Position kamen, um diese Wettbewerbe mitspielen zu können. Ich finde das sehr schön, was du da ansprichst. Im Prinzip, man kann das ja fast irgendwie so mathematisch irgendwie alles so ein bisschen aufschlüsseln, weil wenn man sich einfach mal fragt, was ist der Fußball im Kern? Warum verdient man überhaupt mit so einem Quatsch Geld? Ist ja eigentlich völlig albern. Der einzige Grund, weshalb man mit Fußball Geld verdient, ist aufgrund der emotionalen Verbundenheit der Fans, weil Menschen irgendwelche Tribal People sind, die das als Substitut für vergangene Urmenschen, Brauchtümer heranziehen, um irgendwie ihren Emotionalhaushalt irgendwie zu kanalisieren. Und dann verlieben sie sich in irgendeinen Verein, fühlen sich zugehörig zu irgendwas und machen da ihre rituellen Schlachtenspiele gegeneinander. Das ist eine rein emotionale Geschichte. Es hat ja gar keinen Mehrwert, da wird ja nichts produziert. Das ist ja, du hast ja am Ende nichts. Das Produkt ist Emotion. Das ist das Produkt der Industriefußball, ist Emotion. So. Und wenn du dann kommst als Leipzig und gehst in diesen Marktplatz rein, wo Emotionen hergestellt werden, kaufst dich mit dem Geld sportlich quasi da rein und bringst aber keine Emotionen mit in die Produktionsstätte. Du profitierst ausschließlich von den Emotionen, die andere kreieren. Und das ist ja der Wert. Weil, warum gehen Leute ins Stadion? Warum kaufen sich Leute Merchandise-Artikel? Warum jubeln Leute Spielern zu? Weil es emotional ist. Und dann gehst du als Leipzig rein und sagst, ja geil, ich profitiere von den Emotionen, die andere Leute aufgebaut haben. Und das ist Tradition. Mhm. Ich profitiere davon, verdiene dadurch Geld und beschwere mich aber, weshalb auf einmal andere Leute mir keine Emotionen zuteil werden lassen, wo ich doch erst seit 10 Jahren auf der Landkarte bin. Aber solche Sachen müssen ja wachsen. Das entsteht dadurch, dass
wenn du einen Sohn hast oder eine Tochter hast und nimmst die mit ins Stadion und infizierst die mit einem Verein und die ist verbunden und liebt diesen Verein und guckt auf eine auch persönliche Biografie zurück und sagt, ey, ich war als Kind schon da und ich habe den spielen sehen und die spielen sehen und dann hast du in dir einen Baum langsam gewachsen an substanzieller Emotion, der dich auch dazu verleitet, irgendwie, dass du Geld zahlst, dass du in diesen Pott einzahlst. Und das macht Leipzig nicht und das macht ein Hoffenheim oder nicht. Oder dass du auf die Straße rennst, wenn dein Verein gewinnt und es nicht fassen kannst, diesen Erfolg. Genau, und dann und am Ende, und das ist, und deswegen sage ich das jetzt, und da schließt sich so der Kreis, und dann am Ende zu enttäuscht zu sein, wenn du einen Pokal gewinnst und die Fans kommen nicht. Ja, aber das ist doch absurd. Aber das hast du halt gemerkt, dass sie das ein Stück weit unterschätzt haben, ne? Dass sie halt dachten, wir gewinnen Pokale, wir haben sportlichen Erfolg und dadurch bekommen wir eben auch unseren Anteil dieses emotionalen Topfes. Und der ist ja im Prinzip ausgeblieben. Aber das kann man sich doch nicht kaufen. Aber das Problem ist. Na, aber ich glaube, die haben das wirklich unterschätzt. Aber ich glaube, da werden auch zwei Ebenen vermischt, weil das ist immer so schwierig, auch als Außenstehender das zu beurteilen. Aber es gibt, glaube ich, halt wirklich viele Menschen, auch in der Region Leipzig, die diesem Verein emotional verbunden sind. So. Glaube ich auch. Der Rasenballsport ist jetzt nicht der Verein, der die niedrigsten Quoten auf Sky macht. Dieses Stadion ist ausverkauft bei den Spielen. So, auswärts kommen sie auch, weil kriegen sie in den Blockbuchern voll. Das ist kein Hoffenheim, muss man dazu sagen. Ja, aber ja, trotzdem ist das jetzt ja. Nee, also, sie sind da auch in ein Vakuum reingegangen. Ja, die sind auch da, natürlich, klar, das ist und natürlich alles. Sportlicher ja, Erfolg ist da auch verführerisch, ne? Ja, also, wenn du dann Champions League spielst und so weiter. Ich will aber den Menschen, die da das anfeuern, jetzt nicht irgendwelche niedere Motive unterwerfen, dazu sagen. Oh, nicht gemacht. Nein, aber zu sagen, das ist weniger so. Ich glaube, was du meinst, ist ja noch was anderes so, dass es halt nicht strahlt über das hinaus. Ich habe also gesagt, genau, die Erwartungshaltung ist absurd, zu sagen, dass nur weil ich jetzt, Kevin Costner fällt der Träume, nur weil ich es baue, kommen die Leute jetzt so. Also das muss man sich halt erarbeiten über Jahre und man kann nicht sagen, so Matic meinte so, ich habe jetzt keinen Bock, dass wir erst in 10 Jahren Meister werden. Also was ist denn? Ja, aber ich glaube, das sind so zwei Ebenen vermischt werden, weil ich glaube, es ist halt keine größere Strahlkraft und das ist das, was sie auch merken, das stimme ich dir auch zu, aber es hat ja schon eine Strahlkraft jenseits von null. Es ist jetzt nicht so, dass dieser Verein nicht in irgendeiner Weise da einen Nerv trifft. Sagen ja, aber so. wenn was halt bin auch, bei dir und auf ich der komplizierten Situation, da kann man auch jetzt wieder drüber reden, wie hat der Westfußball den Ostfußball geschluckt damals, wieso gibt es keine Vereine so, die da jetzt irgendwie mitspielen und wieso konnte da überhaupt in Leipzig in so einen Vakuum stoßen, wieso konnte Red Bull da in dieses Vakuum stoßen? Das ist ein ganz kompliziertes Thema. So. Ja, es ging ja eben darum, dass halt auf diesen Pokalsieg eben nicht diese emotionale Fanreaktion kam, die erwartet wurde oder die Aufmerksamkeit kam. Vielleicht also es gibt, muss man ja auch dann die Gegenposition, kann man auch wieder sagen, es gibt auch Spieler, die sich dann ganz bewusst dafür entscheiden, weil sie sagen, mir geht der ganze Rest auf den Keks. So. Kann ja gibt's auch Fußball so. Ja, gibt so Spieler, die dann aber emotional dabei sein wollen, die entscheiden sich dann für Eintracht Frankfurt. Die kannst du dann eher so kitzeln, so sagen, hier, ist das und das. Und dann gibt es halt Spieler, die sagen, okay, ich möchte bitte möglichst in diesem Jahr kein einziges Interview führen. So. Ja, gibt's. Ja, klar. Ich finde es halt, also ich glaube, das ist ja auch das, was viele Leute jetzt gerade wieder ein bisschen enttäuscht, einfach diese Situation. Du hast mit Ruben Schröder einen Funktionär, der auf Schalke halt einfach was aufgebaut hat. Mhm. Und ja, der das jetzt so ein Stück weit für sich selber einreißt oder beziehungsweise für sich einfach eine andere Entscheidung trifft. Und wenn man das mit der These vertritt, am Ende ist Fußball Emotion, dann kannst du das nur erklären, dass Ruben Schröder das macht, weil er dort finanzielle Möglichkeiten hat. Für sich selbst, aber eben halt auch den finanziellen Spielraum, Dinge anders zu machen, als er eine andere Restriktion zu haben, als er die auf Schalke hatte. Aber trotzdem ist es natürlich für jemanden, der ja Fußball aufgrund der Emotion guckt, dann nur so zu erklären und gerade deshalb so enttäuschend, weil man halt denkt, okay, der Mann hat sich für Geld entschieden. Genau. Und das ist ja gerade bei den Summen an Geld, über die wir reden, noch enttäuschender, weil man denkt so, mein Gott, ey, die ging's jetzt gerade echt nicht schlecht. Also du brauchst nicht durch ein Aldi laufen und gucken, wo du sparst, sondern was halt immer noch Fußballfunktionär. Mhm. Was halt dann, sie machen es ja auch sich selber so schwer natürlich, weil bei Max Eberl ist es noch eine ganz andere Geschichte, das ist eine extrem komplexe Geschichte, finde ich, und ich glaube nicht, dass Max Eberl Borussia Mönchengladbach, dass das nicht ein besonderer Verein für ihn ist, das merkt man auch immer, wie er sich jetzt enttäuscht äußert, aber jetzt bei Ruben Schröder, der ist halt auf Schalke, wie lange war der auf Schalke? 1,5 Jahre, 2 Jahre? Der war halt nicht lange, hat natürlich in Interviews dann betont, das ist was Besonderes hier, hat er sich natürlich selbst in diese Situation reinmanövriert und wie lange ist er jetzt im Fußball? Hat er halt auch gespielt, ja klar, aber der in irgendwie seit 10 Jahren und hatte 5 oder 6 Vereine gehabt, war ja Mainz, war glaube ich auch mal in Fürth gewesen. Bremen. Also der war ja schon bei mehreren Vereinen. Also ich kann das Individuum Schröder total verstehen. Also was ich hier gerade irgendwie im noch einem halben Erkältungsfieber gerantet habe, schließt ja nicht aus, dass ein einzelner Mensch sich innerhalb dieses Betriebes
dazu entschließt, seinen Arbeitgeber zu wechseln. Ja. So, also da ist nicht die Erwartungshaltung an Rufen Schröder mit verbunden gewesen, zu sagen, er darf jetzt nicht nach Leipzig gehen. Da ging es mir eher um die, was du gerade sagtest, die Reaktion auf den Pokalsieg. Ich würde es ihm auch gar nicht negativ auslegen, dass er sagt, Schalke ist was Besonderes, weil das ist ja ein Teil des Wertes dieses Vereins Schalke, sind ja die Fans, die Verbundenheit, die Tradition. Und das ist was Verbundenes, was ganz Besonderes, was Schalke, es ist ja de facto so. Und das wird auch, ich finde nicht, dass es Rufen Schröder irgendwie Lügen straft, wenn er jetzt nach Leipzig geht, weil das ist ja so. Ich habe es ja gerade gesagt, diesen Tabellenletzter spielen hässlichen Fußball und das Stadion ist ausverkauft und die Fans stehen an der Seite der Mannschaft. Das hast du ja nicht in wie vielen Stadien wäre das so? Mhm. Also es ist ja wirklich was Besonderes. Und wenn er jetzt die Chance hat zu sagen, ey, ich bin jetzt ja eben nicht Urschalker, ich habe nicht meine Karriere da verbracht, ich bin nicht Dirk Nowitzki des Fußballs, sondern ich habe jetzt eine Karrierechance und kann da vielleicht in ganz andere Sphären vorstoßen. Ich habe auch noch eine Möglichkeit, ganz anders zu arbeiten, in ganz andere Regale zu greifen. Ich muss nicht irgendwie in Slowenien zweiter Liga scouten, weil wir keine Kohle haben, sondern das kann ich total nachvollziehen, dass er das macht. Und das würde ich ihm auch gar nicht irgendwie angreifen. Ist ja auch für einen Manager, ähnlich wie für einen Spieler, du wechselst zum Champions-League-Verein vom Abstiegskandidaten. Das ist natürlich auch sportlich natürlich interessanter und du willst als Manager, bist ja trotzdem irgendwie auch Teil des sportlichen Teams und willst es für dich natürlich cooler, irgendwie einen Verein zu managen, wo du Weltklasse-Spieler vielleicht verpflichten kannst oder so. Ich finde, das ist aus der Sicht kann man das gut verstehen. Aber ja, wir haben auch schon oft drüber geredet, warum man nicht ehrlicher sein kann, warum gerade im Fußball habe ich immer auch bei Spielerinterviews und so, da wird immer noch so viel Scheiße erzählt. Und wirklich auch schon so lange. Und man kriegt das ja auch mit bei so diesen Fußballinterviews. Du warst jetzt ja auch in so einer Sport1-Talkshow und so weiter. Die sagen ja erst die Wahrheit, wenn sie nicht mehr aktiv sind. Solange ein Fußballer aktiv ist, hörst du ja fast nur Floskeln und blöden Mist. Wenn sie dann nicht mehr aktiv sind, dann gibt's die Coming-Outs, dann gibt's die Wahrheiten, dann wird auch mal irgendwas benannt. Und das ist einfach, in dieser Branche ist das teilweise, es muss ja furchtbar sein als Journalist. Ich höre ja auch immer die Pressekonferenzen von der Eintracht und so weiter. Du brauchst ja eigentlich gar nicht mehr hingehen. Ich kann jede Frage selber beantworten. Ich weiß exakt, was Glasner sagen wird. Trotzdem sitzt jede Woche da wieder einer und fragt, ja, spielen sie Vierer- oder Dreierkette? Und wird der oder der spielen? Du kriegst diese Antwort nicht. Es wird auch nicht kommentiert, ob Kamada schon beim BVB unterschrieben hat und ob nächste Saison der oder der ist. Es wird einfach nichts davon erzählt. Und das finde ich irgendwie. Das sind ja auch dann diese Trainer wie ein Klopp zum Beispiel. Das war so einer der ersten Trainer, der dann damals bei der WM 2006, glaube ich, RTL war es, der so herrlich offen geredet hat. Und dann irgendwie so man das Gefühl hatte, wow, das ist mal nicht irgend so ein Floskelkasper, der sagt einfach, ja, weil er da stehen bleibt, weil er nicht zurückrennt. Der muss zurückrennen, was ist das? Und du denkst so, ja, verstehe ich, der ist nicht zurückgerannt. Und dann ein anderer Trainer sagt so, ja, da haben wir im Verbund nicht gut verteidigt. So, ne? Und das war das erste Mal, dass du so was gespürt hast. Und das fehlt mir. Das natürlich kannst du vielleicht nicht hingehen und bei Schalke Manager werden und sagen, naja, ich bin nur wegen der Kohle hier. Aber du kannst es trotzdem vielleicht so formulieren, dass du sagst, ja, das ist ein Riesenschritt für mich. Ich freue mich hier, der Verein ist Tradition, hier kann man viel erreichen. Und wenn du dann zu Leipzig wechselst, ja, ist eine Riesenchance für mich als Manager, so wie ich es auch gerade gesagt habe, auch sportlich mit Weltklasse-Spielern zu hantieren. Es tut mir leid für Schalke. Ich glaube, wenn du das einfach ein bisschen besser artikulierst, könntest du viel mehr Leute mitnehmen auf diesem Weg, anstatt dass du dich halt hinstellst und so habe ich so nie gesagt oder die Leute doof verkaufst. Max Eberl ist bei Gladbach, lästert über Leipzig und dann ist er bei Leipzig und sagt, es ist der geilste Verein der Welt, hier wird Fußball noch gelebt. Und dann wundert er sich, dass es einen Shitstorm gibt. Weißt du, wo Fußball gelebt wird? Wolfsburg. Ich bin kurz davor, innerlich zu weinen und ein bisschen in meinem Mund zu übergeben. Die haben nämlich in Köln gewonnen. Du willst unbedingt über Wolfsburg gegen Köln heute reden. Ich würde das nicht ausspannen. Ich habe jetzt extra euch die Chance genommen, da noch mal was zu sagen, weil ich finde, wir haben da lang genug drüber geredet. Nee, das ist ja auch vollkommen okay. Und wir haben ja auch noch andere Spieler. Wolfsburg gegen Köln ist ja, glaube ich, so. Du beschwerst dich jetzt ernsthaft, mit welcher Partie ich da jetzt die Brücke gebaut habe. Ich sehe ja auf der Uhr, dass die Uhrzeit ist in fortgeschrittener Stunde. Die Diskussion würde doch jetzt die Zeit sparen. Nee. Lass uns doch bitte darüber diskutieren. Wie lange wir darüber sprechen. Ich will es doch eh erwähnen. Wir können ja schneller durchgehen. Ja. So, Köln verliert zu Hause gegen Wolfsburg. Punkt. So, Bremen gegen Bochum. Nein, Quatsch. Ich fand das Spaß. Was ist uns aufgefallen? Das ist ja auch der nächste Gegner. Das ist nichts.
Tiggis. Selke und Tiggis, das gemeinsam ist nichts. Rückkehr der zwei Könige, Rückkehr der zwei Türme, das ist ja wirklich. Die Rückkehr der zwei Türme. Das sind zwei Herr-der-Ringe-Filme. Ja, ja. Wunderbar, ja, genau. Miteinander. Hast du das im Ticker geschrieben? Oder? Nee, nee, nee. Hättest du, na gut, es gefällt mir sehr gut. Das fand ich war schon, das war schon krass. Also, meine Güte. Ich verstehe ja, dass Köln darauf setzt, dass irgendwann mal eine Flanke zu einem Tor führt, aber dass man jetzt einfach zwei Meter-Männer nach vorne stellt und dann denkt, wir probieren es mal, das fand ich schon hart. Ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, 40 geklärte Bälle von Wolfsburg aus der Viererkette raus. Die haben einfach die ganze Zeit eine Flanke wieder rausgeschlagen. Wir probieren noch eine Flanke. Ein bisschen das, was Leverkusen zwar auch probiert hat und natürlich, es hat bei Köln auch schon mal zu Erfolg geführt, aber Selke und Tiggis, das war schon echt grenzwertig. Das hatte mit Bundesliga-Fußball wirklich wenig zu tun insgesamt. Klingt auch wie so ein Podcast. Selke und Tiggis. Ja. Aber worüber reden die? Das sind so zwei Spielerfrauen, die halt dann über das Leben sprechen und so. Ja, aber es ist auch sehr langweilig insgesamt. Ja, insgesamt also sehr langweilig, über wie sie das Haus umdekorieren und sowas. Mhm. Genau, Selke und Tiggis, ja. Also ich kann nur mal sagen, 34 Flanken, und ich muss mal gerade erzählen, 2, 3, 4, 5, 6 kam an von Köln. Das war dann das Spiel. That's the game. Ja, es war, also das war sehr geprägt durch dieses frühe 0:1 auch. Und das ist halt Wolfsburg. Echt, das ist echt aktuell so, wenn Wolfsburg früh in Führung geht, dann kannst du ausschalten aktuell. Und wenn sie nicht früh in Führung gehen, dann kannst du dein Geld eigentlich auf den Gegner setzen. Das ist Wolfsburg aktuell. Wenn die in der Führung sind, dann parken die nicht, den Bus, das machen sie nicht, aber die machen dann so Kovac-Dinge. Die sind dann mega aggressiv im Mittelfeld, verschieben dann und gehen dann immer rauf und du als Gegner denkst dir so, oh, wir kommen da gar nicht mehr durch. Und dann ist da eben Köln nicht die Mannschaft, die das auseinanderspielt. Die haben dann in der zweiten Halbzeit einige Chancen gehabt, aber eben dann auch 34 Flanken, von denen dann halt keine ankamen. Und das total für Wolfsburg gespielt, dieses frühe Tor. Ja, ganz genau. War wichtig für Wolfsburg, ne? Die ja auch aus einer Niederlagenserie beziehungsweise lange keinen Sieg mehr hatten. Und zum richtigen Zeitpunkt, sage ich mal, sind die wieder am Druck auf Frankfurt aufgebaut. Ja, super. Läuft. Nur noch 5 Punkte, der Wolfsatem, der sitzt faulig im Frankfurt. Wird sowieso ein Unentschieden, kann ich euch jetzt schon sagen. Wird hundertprozentig ein Unentschieden. Im Spiel? Gut, dann brauchen wir es ja gar nicht gucken. Dann wechseln wir den Standort. Ich merke, es ist ein gewisses Unwohlsein mit dieser Partie. Dann wollen wir es nicht länger quälend im Raum stehen lassen. Und du darfst jetzt aussuchen, womit wir weitermachen. Ich würde gerne über Gladbach noch reden. Ja, dann reden wir. Weil jetzt Gladbach doch die Mannschaft ist, die am stärksten schwankt. Wir reden nicht so häufig über sie. Und die Fans doch langsam nervös werden nach der gefühlt dritten oder vierten hohen Niederlage diese Saison. Es ist lustig, dass zur Karnevalszeit Gladbach schwankt und nicht Mainz. Naja, Karneval ist vorbei. Ja, aber die Nachwirkung. Ist natürlich bitter, irgendwie gegen Bayern München zu gewinnen und gegen Mainz zu verlieren, ist schon. Dann versaut man sich. Man würde ja als Trainer würde sagen, so, jetzt veredeln wir diese 3 Punkte, die wir gegen die Bayern geholt haben. Und dann kriegst du. Aber das ist das. Das sage ich doch jede Woche, das sage ich doch immer wieder. Das ist doch das, wenn das die Leute. Das ist das Einzige, wo ich mir wünschen würde, dass die Leute das kapieren. Gegen Bayern ist halt so eine ganz andere Situation als gegen jeden anderen Gegner. Die haben 70% Ballbesitz, die wissen, was sie damit anfangen sollen. Du musst da was ganz anderes machen als gegen Mainz, als Gladbach. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sportarten. Das sind nicht mehr unterschiedlich, das sind unterschiedliche Sportarten. Und dass du dann gegen Mainz ganz anders aussiehst als gegen Bayern, ist da fast logisch. Das ist doch jede Woche wieder, weil es gibt ja diesen angeblichen Bayern-Besiegerfluch. Und dann sind nachher mal, oh, letzte Woche haben sie die Bayern geschlagen, jetzt verlieren sie gegen Mainz oder gegen Augsburg. Ja, gegen Teams, die selber nichts am Spiel machen und die dich dann auskontern. Das tun die Bayern nicht. So, Punkt. Ende des Rants. Und ja, kann man auch zum Spiel zusammenfassen sagen. Das ist mir zu emotional und unsachlich. Ja. Du ziehst die ganze Diskussion runter mit deinem Verhalten. Komm mal bitte wieder auf die Fakten zurück. Weil gegen Bayern haben sie gegen 10 Bayern hatten sie immer noch nur 40% Ballbesitz oder sowas, die Gladbacher. Und jetzt haben sie halt 64% Ballbesitz gegen Mainzer und spielen dann halt zwei blöde Fehlpässe gegen Mainzer, die du gegen Bayern gar nicht spielst, weil du dann nicht so hinten raus spielst. Omlin spielt da dann einen richtig blöden Pass gegen zu Elvedi, dann geht Mainz dann in Führung, 1-0. Und dann kann Mainz das halt runterkontern und auch richtig geil kontern. Also Mainz ist momentan ein richtig schöner Konterfußball. Das sind so Union mit noch ein bisschen mehr Zug zum Tor, finde ich. Weil die ja vorne dann mit Ayoke so ein Typ hat, der dann hält. Und dann dahinter immer Lee, Ingwarzen, jetzt war das mal so, die halt Vollgas geben. Normalerweise noch Onisivo. Ja. Der halt Vollgas gibt.
Da Costa momentan sehr starke Form, Katschi sehr starke Form, also gute Flügelzange auch, mit der sie Energie machen. Und das ist schon eine gemeinsame Mannschaft, die sehr, sehr stark in Form ist, aber eben eine ganz andere Herausforderung für Gladbach. Und da hat man wieder gesehen, Gladbach ist halt eben nicht im Spielaufbau so weit, wie sie vielleicht gerne wären, um halt solche Spiele dann zu dominieren. Und andererseits machen sie hinten halt viel zu viele Fehler diese Saison und immer wieder schlechte Strafraumbesetzung. Das reden wir seit 3 Trainern drüber, dass sie den eigenen Strafraum immer schlecht besetzen. Defensiv meinst du? Defensiv, defensiv, ja. Dass da immer im Rückraum kannst du immer, brauchst du gar nicht gucken. Da steht immer einer Frau frei vom Gegner, weil die da nicht hingehen. Und solche Kleinigkeiten, die sie halt seit Jahren falsch machen, und dann gehst du halt 4-0 gegen Mainz unter, weil die halt giftig sind und geilig sind und halt dein Ballbesitzspiel stören an den richtigen Augenblicken. Ich finde, Gladbach hat echt oder steht vor einem richtig großen Problem, was vielleicht diese Saison noch gar nicht so arg sein wird, sondern erst in den nächsten Jahren, nämlich, dass sie eine Mannschaft haben, die wirklich immer älter wird. Mhm. Wenn ich Stindl und Kramer im Mittelfeld sehe, das ist wirklich ganz nah dran an der Traditionself. Also wirklich, ich habe Christoph Kramer sehr gern, sehr netter Mensch, aber der kann sich wirklich demnächst direkt rüber, das andere Trikot an, und dann steht er auf so einem Kunstrasenplatz und daddelt da ein bisschen. Ich glaube, das ist die langsamste Mannschaft, die es in der Bundesliga gibt. Mhm. Und die müssen jetzt, sagt ja zumindest Farke die ganze Zeit, eigentlich eher nochmal Transfererlöse erzielen. Das heißt, die geben eher nochmal wieder Spieler ab, wie zum Beispiel Thuram, der seit Wochen probiert, sich bloß nicht mehr zu verletzen, damit er demnächst wechseln kann. Ja, die Geschwindigkeit hätte zum Beispiel. Ja, die Geschwindigkeit hätte. Und ansonsten ist es einfach eine sehr alte, langsame Mannschaft. Und das wird den halt gerade in so Spielen, die mit einem offenen Visier geführt werden, wo du vielleicht auch mal Zweikämpfe gewinnen musst. Ich glaube, Gladbach ist auch die Mannschaft mit den wenigsten Zweikämpfen überhaupt, mit der schlechtesten Rate an gewonnenen Zweikämpfen, wird das halt jedes Mal zum Verhängnis. Ich habe die gegen Hertha im Stadion gesehen, das war unglaublich. Die können ja alle Fußball spielen, das sind ja alles wirklich tolle Fußballer. Aber sobald die halt Fußball spielen müssen, im Sinne von, wir müssen jetzt mal ein bisschen laufen, wir müssen mal ein paar Zweikämpfe gewinnen, werden die von Hertha BSC aufgefressen. Ja, aber das ist schon hart. Wenn der Gegner halt reingeht, also die haben ja ein gutes Ballbesitzspiel, die haben auch ein gutes Positionsspiel, die sind absolut in Position drin, gute Positionswechsel, aber wenn der Gegner auf die Socken raufgeht, dann verlieren sie sofort die Linie. Und das war jetzt auch wieder gegen Mainz. Mainz ist richtig auf die Socken raufgegangen, auch manchmal ein bisschen überhart auf die Socken raufgegangen, aber das reicht dann dagegen. Und das ist dann so das Verwunderliche. Eben, weil sie es ja auch schon besser gezeigt haben. Sind sie zu alt geworden? Ich weiß es auch nicht, ich habe die Antwort auch nicht drauf, aber dass sie jetzt unter Marco Rose, ist ja auch erst 2 Jahre her, dass sie dann in die Champions League gekommen sind, oder doch 2 Jahre, ja. Also wird Champions League gespielt haben. Benzibaini ist, glaube ich, schon weg oder ist schon bestätigt. Ja. Geht zu Dortmund. Kone wird wechseln, höchstwahrscheinlich. Der wird nicht international spielen wollen. Thuram wahrscheinlich weg. Stindl hat noch überlegt, ob er verlängert, ist aber auch, ne, auch nicht mehr der Jüngste. Ja, die kriegen halt nicht mal Geld dafür, muss man ja sagen. Ja. Noch Thuram gerade, der verletzt sich, aber der ist ja vertragsfrei. Genauso wie Benzibaini, kriegst du ja keinen Cent. Und dann hast du Hofmann, bin ich mal gespannt, ist schon eine treue Seele und so, aber der könnte natürlich auch zu einem Top-Verein wahrscheinlich noch wechseln, wenn da ein Angebot kommt, weiß man nicht, muss man gucken. Aber ja, wo und dann spielen sie nicht international, also viel Geld ist da nicht zu erwarten. Wird nicht leicht, dann so einen Umbruch einzuleiten, der den Ansprüchen auch vom Verein gerecht wird in Gladbach. Das ist dann auch ein bisschen schade, weil sie natürlich was aufbauen wollen mit Farke und das ja auch immer wieder betonen jetzt und dass sie auch sagen, diese Rückschritte nehmen wir in Kauf. Ich halte den auch für einen guten Trainer. Ja, ich halte den auch für einen guten Trainer. Ich finde auch immer, wie gesagt, das Ballbesitzspiel von denen ist schon eins der besseren der Liga, eigentlich, wenn sie halt nicht die Fehler machen und wenn sie halt dann in die Zweikämpfe gehen. Aber was halt nicht stimmt, ist halt Gegenpressing. Also gar nicht von der, wie sie stehen, sondern wie sie reingehen in das Gegenpressing und eben, wie du gesagt hast, das Mittelfeld, dass sie da halt sehr, sehr behäbig sind, unterwegs sind. So. Also auch nicht falsch verstehen. Ich finde Gladbach wirklich eine schöne Fußballmannschaft. Man kann sich den Fußball, wenn er zur Entfaltung kommt, sehr gut anschauen. Mhm. Nur man gewinnt halt mit dieser Truppe zurzeit keine Spiele, also zumindest keine eng. Ja. Mhm. Aber dann wieder die Frage, was baust du auf, wenn eben dann deine wichtigsten Säulen alle weg sind wahrscheinlich. Ja. Kone, der jetzt so derjenige ist, der noch Dynamik reinbringt, habt ihr auch schon gesagt, vielleicht weg. Benzibaini weg, dann Stindl, weißt auch nicht, ob der verlängert, das ist halt ganz schwierig so. Mhm. Was ist eigentlich aus Neuhaus geworden? Vor 2 Seasons war der irgendwie der Shootingstar, wurde schon zu den Bayern geschrieben. Jetzt spielt er 20 Minuten pro Spiel, das ist auch ein bisschen merkwürdig. Ja, der hatte ja auch schon vor Farke so einen Bruch, ne, wo er dann nicht gespielt hat. Aber umso deutlicher ist er beim nächsten Trainer dann auch. Ja, also ich meine, mittlerweile, wie alt ist er jetzt? 25? Ne, bestimmt. Ja, schon. Also ist jetzt auch nicht mehr. Ist doch 25, hast du recht. Also der ist jetzt auch nicht mehr so ein
junges Talent, sondern das ist, wo man denkt, okay, das Niveau wird sich so langsam gefestigt haben, auf dem er so performt. Und als er noch ein bisschen jünger war, da hat man gedacht, okay, der hat noch Entwicklungspotenzial nach oben. Das hat er jetzt dann nicht mehr so abrufen können, dieses Potenzial. Und dann ist er dann früher an die Decke gestoßen, vielleicht, als man von seinem Potenzial angenommen hat. Und es, ja, entwickelt sich nicht immer so, wie man das erwartet. Das ist aber auch das, was die Fans so ein bisschen kritisieren. De Neuro ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, der hat ja lange verletzt gefehlt und der ist auch noch nicht wieder wirklich mit dem 100%, weil er ja was am Kreuzband hatte. Aber dass du hast das Gefühl, du hast da eine Elf und die wird auch nicht groß verändert. Also du hast einen Kramer, der da jetzt immer noch spielt, obwohl er zuletzt wirklich keine guten Leistungen gezeigt hat. Du hast, na klar, du hast keine Kadertiefe momentan, auch durch Weigel ist verletzt. Verletzungen, aber du hattest ja dann immer die Chance, so ein paar Spieler reinzuwerfen, ein paar Spieler zu testen. Also zum Beispiel am Wochenende wieder Elvedi und Itakura waren beide nicht gut, also weder defensiv noch im Passspiel, und trotzdem konnten Friedrich nicht. Und du denkst dir dann so, Wieso wechselst du nicht? Wieso wechselst du es überhaupt nicht, obwohl ihr hier so komplett unterlegen seid? Das hast du ja schon immer öfter angesprochen. Die wechseln ja einfach sehr wenig, auch zwischen den Spielen. Finde ich dann auch. Und Weigel ist ja auch nur geliehen, darf man nicht vergessen. Also für den müssten die auch Kohle zahlen, wenn sie ihn behalten wollen. Benfica, ne? Ja. Ja, also, und auch diese fehlenden Wechsel dann ja auch zeigen, ist, dass da nicht so dieser Unterbau ist, ne? Also, dass du nicht darauf vorbereitet bist und sagst, okay, ich führe mal so junge Talente ran, die dann vielleicht in der neuen Saison dann langsam übernehmen können. Ich weiß nicht genau, wie es da in der Fohlenstube aussieht, aber so viele heiße Talente scheinen die jetzt nicht im Ofen zu haben, sonst würden die wahrscheinlich auch noch mehr Spielzeit bekommen. Also tatsächlich für Gladbach wird das schwierig, da jetzt einen Umbruch dann zu schaffen, eben auch aufgrund des fehlenden Geldes. Das ist ja dann die Krux, ne? Wenn kam Corona dazu, dann kamen fehlende Transfererlöse dazu, dann kamen fehlende internationale Erlöse dazu, kommt vieles zusammen, dann Eberl geht und so weiter. Also Gladbach hat auf jeden Fall eine große Herausforderung jetzt in den kommenden Spielzeiten, den Kader zusammenzustellen, der Zukunft hat und auch Qualität hat. Ja, das ist, glaube ich, für die handelnden Personen schwierig. Aber ihr würdet schon an Farke festhalten, würdet schon sagen, weitermachen. Ich glaube halt umstritten nicht, aktuell. Ja, aber ich glaube halt nicht, dass es, wir haben ja gerade auch den Kader analysiert, also ich glaube halt nicht, dass es unbedingt an Farke liegt. Du kannst natürlich immer sprechen, muss der Trainer dann nicht ein bisschen anders spielen lassen, anhand des Materials, was er hat, aber ich, wenn ich mir jetzt den Kader angucke und so die Spieler, dann glaube ich, mir fehlt die Fantasie, jetzt da einen Trainer hinzustellen, der jetzt Gladbach noch auf die internationalen Plätze bringt. Und wenn du eh weißt, okay, diese Saison werden wir höchstwahrscheinlich irgendwo im grauen Mittelfeld abschließen, dann würde ich generell eher erstmal gucken, okay, der Trainer, an dem liegt es wahrscheinlich nicht. Wie können wir nächste Saison sinnvoll planen? Es gibt ja offensichtlich genug zu tun. Und nicht jetzt unnötig Unruhe reinholen, mitten in der Saison einen Trainer holen, der jetzt auch nicht mehr die werden nicht mehr unter die Top 6 kommen. Wen soll denn Gladbach da oben aus den Top 6 rausspielen mit, was weiß ich, 15 Punkten Rückstand? Also, ich würde jetzt nicht den Trainer wechseln. Dafür ist mir Gladbach auch nicht schlecht genug. Letzte Woche haben sie Bayern geschlagen, haben wir sie noch gelobt. Ein ganz anderes Spiel. Das müssen die Leute endlich mal verstehen. Ja. Wenn ich mir eins wünschen dürfte, dann das. Ja, ich sag's auch wirklich jede Woche gebetsmühlenartig, aber einige Leute. Die verstehen es einfach. Ja, die verstehen es einfach. Das ist einfach, warum gucken die diese Sendung überhaupt? Verstehen es offensichtlich nicht verstehen. Sagen es halt, ja. Okay, aber lass uns nicht wir haben das Recht, alles Recht der Welt, uns drüber aufzuringen, aber lass uns das nicht machen. Und stattdessen mal gucken, dass wir uns nicht zu sehr darauf versteifen. Kurze Frage. Gerne. Bo Svensson. Heißt der wirklich Bo oder heißt er eigentlich Boris und wird nur Bo? Bo ist ein legitimer Name. In welcher Welt? Bei Bo Burnham, kennst du zum Beispiel? Ja, der heißt doch Bob oder wie heißt der? Der heißt doch nicht wirklich Bo Burnham. Bo ist ein ganz normaler Name. Aber wenn man zu dem nach Hause fahren würde, dann würden die schon sagen, dass der nicht Bo heißt. Der heißt wahrscheinlich Svensson. Aber ich habe überlegt, ob ich meinen Sohn Bo nenne, weil ich einfach, also Bo Bomhoff, finde ich irgendwie geil. Das ist wiederum. Der wird dann aber kurz Bobo genannt. Ja, und da habe ich überlegt, so, ja, Bobo ist, weiß nicht. Aber Google spuckt jetzt auch nur Bo Svensson aus. Also. Ja, es könnte sein, dass der wirklich einfach nur Bo heißt. Ja, ist doch. Wird definitiv anders ausgesprochen. Also, nicht, dass ich es wüsste, aber definitiv. Dann sollen es anders schreiben, das ist nicht unfair. Bro Svensson. Aber der wird ja auch mit so einem komischen, mit diesem durchgestrichenen O wird der geschrieben. Sagen die nochmal Sheesh Bo? Sheesh Bro. Schießbo. Gut, okay. Lass uns mal jetzt mit den Albernheiten aufhören, da nämlich die Zeit so langsam schneller als es die Fohlen derzeit können, davon galoppiert und wir haben noch
zumindest mal zwei Spiele, über die wir sprechen wollen. Hertha gegen Augsburg ist ein sehr interessantes, weil es nämlich eben auch ein direktes Abstiegsduell ist. Unter wildem Schneegestöber versuchte Berlin, den Karren rumzureißen und endlich wieder zu punkten, um sich etwas Luft zu verschaffen im Abstiegskampf. Augsburg wollte eigentlich nichts mehr mit selbigem zu tun haben, ist jetzt aber eigentlich auch wieder in Schlagdistanz, denn Berlin konnte dieses Spiel gewinnen mit 2:0. Marco Richter brach den Augsburger Abwehrwall mit einem Gewaltschuss aus 18, 20 Metern irgendwas. Und dann konnte Luke Bacchio als Einwechselspieler noch auf 2:0 stellen. Wann verdient der Sieg der Hertha? Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Also symptomatischer für das Spiel selber war, glaube ich, die Statistik nach der ersten Halbzeit, als es hieß, eins von vier Spielen in dieser Bundesliga-Saison, bei der kein Schuss aufs Tor kam in der ersten Halbzeit. Oh Mann. Ein zweites Spiel war Augsburg gegen Hertha, das Hinspiel. Oh Gott. Das ist, das spricht für die beiden Mannschaften. Ansonsten finde ich aber Hertha zurzeit echt gut. Also ich meine, sie haben sich jetzt auch ein bisschen gelöst aus der Abstiegszone. Ich finde den Zegerci-Transfer sehr, sehr gut. Mm. Also, weil wir vorhin über Frei gesprochen hatten und dass das ein guter Transfer. Ich finde den von Zegerci fast noch besser. Ist ja so ein Zecke-Transfer. Also der hat es halt irgendwie geschafft, dass er den Ball dort bekommt, wo Serdar und Toussaint einfach nicht mehr stehen müssen. Und wo sich vorher immer die ganze Zeit standen. Nämlich in so einem Raum, so 30 Meter, 40 Meter vorm Tor, wo noch nicht viel passiert, aber du halt verteilen musst. Und da mussten gerade in der ersten Saisonhälfte Serdar und Toussaint ständig aushelfen, weil Suniec eigentlich auch nur ein Spielzerstörer ist, weil Boateng es körperlich nicht kann. Und dass sie jetzt dort jemanden haben, der das sehr solide macht, da hat dieses Spiel von Hertha echt auf ein anderes Level gehoben, was, naja, eigentlich auch schon für sich spricht. Also, ich finde, Zegerci ist kein unglaublicher Fußballer, aber er macht gerade genau das, was Hertha gebraucht hat. Und dann auch zusammen mit dieser Umstellung halt auf diese Dreierkette 3-5-2, dass sie halt jetzt da Dreierkette, dann drei Mann im Zentrum davor einfach defensiv stabiler stehen. Das macht es dann nicht schön anzusehen jetzt am Wochenende. War ja nicht nur eben kein Torschuss, sondern auch die Passgenauigkeit war bei beiden Teams 60% in der ersten Halbzeit. Also das war wirklich Kraut und Rüben. Wobei das bei Augsburg ja immer der Fall ist. Das ist bei Augsburg immer der Fall. Und die provozieren das ja auch, dass dann Langball und dann Kopfball und dann noch ein Kopfball und dann sind dann plötzlich 30 Spieler dann im Knoll gefühlt. Ja. Das provoziert ja Augsburg so mit so einem mit so einer Art, wie sie halt mannorientiert spielen, wie sie halt auch raufgehen und wie sie halt den Gegner nerven. Und Hertha hat dann auch kein Interesse, da jetzt großartig im Kurzpassspiel in Schönheit zu sterben, hatte der Hertha kein Interesse, sondern haben dann eben über das erste Tor dann den Sieg eingeleitet. Aber das kriegen sie halt mit diesem 3-5-2, dass sie sich in diese Partien reinbeißen können. Dass sie einfach wirklich präsent sind im Zentrum, Zegerci, wichtiger Transfer, und dann beißen sie sich da irgendwie rein und beißen auch Augsburg nieder. Das wäre in der Hinrunde, hätten sie das nicht geschafft. Da hätten sie dann schöner gespielt, aber da hätten sie wahrscheinlich die nicht niedergebissen. Ich weiß gar nicht, wie ging das Hinspiel aus? Wahrscheinlich haben sie 3-0 gewonnen. 2-0, oder? Ja. Nein, aber irgendwie gefühlt ist das jetzt so momentan, dass sie können sich mit diesem 5-3-2 besser reinbeißen in die Partien. Trotzdem muss man auch feststellen, was so den Abstiegskampf im Allgemeinen angeht, dass man jede Woche irgendwie ein anderes Team hervorheben kann und wiederum andere abschreibt. So, das Bochum war weg, dann hatten sie diese Phase, wow, dann Schalke ist auf einmal wieder da, die waren schon weg, Augsburg war schon weg, ist jetzt, na, 4 Punkte, okay, aber müssen auch aufpassen, dürfen nicht nachlassen. Hertha war ja auch schon mal weg. Du hast auch mal war Hertha, das ist für dich Absteiger Nummer 1. Nee, Hertha, die haben mit dem Abstieg nichts zu tun. Hertha ist, das ist, also man, ist auch Stuttgart so. Also, das ist dann oft auch eine Momentaufnahme, ne? Und auch vielleicht ein Spiel jetzt auch, das war einfach jetzt auch Schneegestöber, wildes, auch nicht besonders qualitativ hochwertiges Match, kann auch nächstes Wochenende wieder anders aussehen. Aber es ist ja das, was wir auch gesagt haben, dass es diese Saison nicht diesen einen Verein gibt, der schon abgestiegen ist, der aufgegeben hat, sondern das macht ja den Abstiegskampf diese Saison auch so spannend, dass irgendwie jeder Verein zumindest so auf einem Minimum-Level immer funktionieren kann und zumindest für die anderen Vereine im Abstiegskampf immer noch eine Gefahr darstellt. Und das macht es gerade so unpredictable, wie der Franzose sagen würde. Also es ist schon sehr schwer abzuschätzen, wer da unten am Ende... Werder? Unten? Nee, Werder ist recht weit oben derzeit. Die haben 3-0 gewonnen gegen Bochum. Aber Werder würde ich auch nicht rausrechnen. Nee, die sollte man nie aus dem Abstieg haben. Solange die Deichstube nicht schreibt, dass alles gut ist, würde ich sie immer auch da verorten wollen. 3-0 gegen Bochum. Ich bin das Geile, Tobi. Ich gucke einfach nach vorne und sag Tobi. Ihr könnt euch aussuchen. Okay.
Ich bin ein bisschen enttäuscht von Bochum, weil ich hatte sie abgeschrieben und dann haben sie diesen Zwischensport hingelegt und ich habe gedacht, wow, krass, die haben Turnaround geschafft. Und jetzt in den letzten Spielen, auch jetzt gegen direkte Konkurrenten, Bremen ist jetzt nicht der direkteste Konkurrent, aber trotzdem als aufsteigende Mannschaft, die man, glaube ich, dann auch schlagen wollen muss, wenn man dort steht, wo Bochum steht, haben sie mir überhaupt nicht mehr gefallen. Was ist da los? Also ich war im Stadion tatsächlich am Wochenende in Bremen. Mhm. Ich werde oft gefragt, so, ey, wo kannst du taktische Dinge besser erkennen, am Fernseher oder im Stadion? Mhm. Und ich bin tatsächlich jemand, wenn ich nicht gerade oben im Stadion unter der Tribüne sitze, kann ich es am Fernseher besser erkennen. Mhm. Weil du dann eben den besseren Winkel hast, du siehst mehr und du kannst auch mal Pause drücken, zurückspulen, das habe ich gerade verpasst, was ist da gerade passiert? Das gilt dann im Stadion nicht. Da gibt es dann häufig so Szenen, da passiert dann ganz viel und dann denkst du dir, ups, was ist da gerade passiert? Und du weißt im Nachhinein, hast du keine Möglichkeit, das noch anzugucken. Aber was natürlich im Stadion immer besser ist, klar, weiß jeder Journalist, da kriegst du halt mehr Dinge mit, da kriegst du halt mehr vom Umgeschehen mit und sowas. Und ich war sehr, sehr überrascht, weil ich auch in der Ecke saß, wo die Bochum-Fans waren und weil ich auch da dann gesehen habe, wie die Bochumer sich aufgewärmt haben. Hm. Ich bin es mittlerweile gewohnt, dass Fußballteams sich sehr lasch aufwärmen. Also, dass dann das Gefühl hast, die spielen dann ein paar Pässe und dann schießen die da fünfmal aufs Tor, davon geht kein Ball rein und dann sprinten sie zweimal und dann sind sie aufgewärmt. Wo du dir denkst, ja, so richtig, hat man nicht das Gefühl, dass ihr gleich im Bundesligaspiel steigt, aber ihr wisst schon, was ihr tut. Aber Bochum war halt noch mal eine Nummer krasser am Wochenende. Also die haben halt gefühlt, sie haben sich gar nicht bewegt beim Aufwärmen. Von den Pässen ist überhaupt keiner angekommen. Die haben auch überhaupt nicht irgendwie kommuniziert miteinander. Die standen da nur und haben halt irgendwie nichts gemacht. Und auch der Torhüter Manuel Riemann hat halt auch nur ein paar Bälle so lang gebolzt, hat auch irgendwie gar nicht groß was gemacht. Das war halt wirklich Kraut und Rüben. Weil wirklich, du hattest ja wirklich das Gefühl, die wurden da per Zwang hingeschifft und müssen das jetzt da irgendwie über sich ergehen lassen und dann wird das Spiel angepfiffen. Ja, und das hast du dann aber auch gemerkt tatsächlich, dass die halt noch mal eine Nummer weniger gemacht haben und dass die einfach noch mal irgendwie im Spiel selber dann auch taktisch sehr, sehr seltsam diese Fünferkette, die sie gespielt haben, interpretiert haben. Dann auch mit der Doppelsechs, die dann teilweise sehr weit zurückfallen hat sich lassen, sehr viel Platz für Werder im Mittelfeld, was die gar nicht erst zu nutzen wussten und dann erst mit der Zeit nachher angefangen haben zu nutzen. Werder war nicht mal gut, sondern Bochum war einfach in diesem Spiel so massiv lustlos und auch massiv taktisch unterlegen. Also es war wirklich nicht schön anzuschauen, dieses Spiel. Und ich habe da auch keinen, also für mich war das ganz, ganz merkwürdig, wie diese Bochumer Mannschaft da aufgetreten ist. Mhm. Das war halt sehr weit weg von dem, was wir vorhin bei Schalke beschrieben haben, was wir bei Hertha beschrieben haben. Das war halt so irgendwie, ja, wir gucken mal, was hier geht und wahrscheinlich geht nichts. Es ist ja nicht so, dass du als Bochum nach Werder zu Bremen fahren musst. Das ist exakt so, wie Werder letzte Woche in Frankfurt aufgetreten. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Mhm. Ja, ich verstehe es nicht ganz irgendwie, weil die haben sich da die Chance erarbeitet, wieder teilzunehmen, am Wettbewerb Bundesliga den Klassenerhalt zu schaffen. Das fand ich so bemerkenswert, weil die waren abgeschrieben von einem Fußballexperten wie mir. Und das ist unglaublich. Gegen jeden Zweifel haben die sich da raus. Und dann bist du in der Position und sagst, wow, ey, wir haben wieder, zum ersten Mal haben wir wieder Land unter den Füßen. Mhm. So, wir können jetzt wir müssen nicht mehr schwimmen, wir können zum Ufer laufen, so, wenn wir uns ein bisschen, und lassen sich jetzt wieder so fast schon ohne Gegenwehr abtreiben in ein tieferes Gewässer. Also so wirkt es halt. Das ist natürlich auch ein bisschen aus der Entfernung ein bisschen gemein, so, weil Bremen ist ja auch noch eine Mannschaft, die mitspielen will, und Stuttgart ist eine Mannschaft, weil man sieht ja auch jetzt gegen Schalke wieder und gegen Frankfurt wieder, das sind ja keine Übermannschaften und so. Und es ist dann die Art und Weise, und mir fehlt dann irgendwie von außen so das Gefühl, ey, wir lassen uns hier nicht, so, wir gehen hier nicht als Verlierer vom Platz. Ich verstehe es nicht, als wenn die sich das aus den Händen. Du kannst vielleicht noch anmerken, dass Lucia gefehlt ja. hat, Suarez hat gefehlt, stimmt. So zwei wichtige Spieler, mhm. Sie mussten halt dann auf Fünferkette umstellen, aber trotzdem bin ich da mit dir einer Meinung. Also kann ja nicht nur am Kapitän liegen, kannst ja nicht alles auf den Lucia abwälzen, was an Kampf ins Spiel reinkommt. Ja, alles gut. Ich finde es eigentlich nur bemerkenswert, wie so dieses Narrativ sich komplett verschiebt nach so ein, zwei Spielen. Ne? Also wenn man jetzt nochmal, weil ich habe vorhin so gestutzt, als du meintest, sie hätten sich halt wieder so herangeworben und hätten so ein Hoch gehabt. Und ich denke so, Moment mal, so viele Spiele haben die nicht gewonnen. Und es ist ja wirklich seit der Winterpause ist es halt dieser Sieg gegen Hertha, wo man halt sagt, okay, das war das alte Hertha ohne Sigerci, ohne neue Idee, wo sie halt zu Hause gewonnen haben. Darf man mal machen gegen den Tabellen 17. zu der Zeit. Und sie gewinnen gegen Hoffenheim, gegen die
nun wirklich gerade jeder gewinnt. Und das war es halt. Und ansonsten haben sie nur verloren. Man kann sagen, okay, dieses Pokalspiel gegen Dortmund, da waren sie wirklich gut, da waren sie okay. Und wenn Riemann ja nicht unglücklich den Ball verteidigt und Schan das nicht so perfekt macht, dann geht da vielleicht an dem Abend auch was. Mhm. Aber ansonsten waren sie in fast, oder eigentlich in allen Spielen klar unterlegen. Das war, glaube ich, diese Heimserie so ein bisschen ein Stück weit geblendet hat. Weil sie haben ja irgendwie 5 Spiele zu Hause am Stück gewonnen, was ja irgendwie auch fast Bundesliga-Rekord für sie selber gewesen wäre. Aber auswärts haben sie jetzt halt 11 von 12 Spielen verloren. Ja, oder? Ich meine, sie haben jetzt auch, Bremen hatten sie, okay, und dann davor hatten sie Freiburg, Bayern, Dortmund. Das ist natürlich auch ein Brett. So, ne, das ist nicht unbedingt das, wo du sagst, da musst du es gewinnen. Aber ich finde halt gerade gegen Bremen das Spiel. Haben die gar nicht gegen Stuttgart gespielt? Habe ich hier Quatsch erzählt eigentlich gerade? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber wie hatte ich das? Es kommt ja auch auf das Wie an, so ein bisschen. Also, ich will sie jetzt auch nicht schlechter reden, weil sie waren die Spiele davor, auch gegen Freiburg fand ich sie ordentlich, da haben sie auch gut mitgehalten. Mhm. Aber das, jetzt gegen, das war immer ein Totalausfall und das dürfen sie nicht nochmal wiederholen. Das ist auch ein Totalausfall von mir. Ja. Ich habe gerade einfach behauptet, ihr habt gegen Stuttgart, keiner hat mich korrigiert. Traut ihr euch nicht mehr an mich ran? Hab ich du reagierst sehr empfindlich darauf, deshalb haben wir gesagt. In aller Regel breche ich die Sendung dann ab. Ja. Dann machst du ein Wort, in aller Regel sage ich, es ist vorbei. Uns wurde gesagt, wir sollen nicht korrigieren. Ja. Oder so. Gut, dann beende ich jetzt die Sendung. Selber schuld. Aber schön war's. Ja, das war sehr, sehr schön. Du warst ein sehr guter Gast. Tobi Ahrens. Komm gerne wieder. Danke, jederzeit. Gerne. Was möchtest du den Leuten da draußen auf den Weg geben? Wo findet man dich? Wo kann man dich lesen? Man findet mich vor dem Fernseher, wenn der SV Meppen gerade spielt. Wird noch übertragen. Immerhin. Es wird noch übertragen, ja. Wenn man ein paar ganz besondere Abos hat. Mhm. Und ansonsten findet man mich im Elf-Freunde-Themenfrühstück. Schaut gerne rein. Jeden Morgen 10.30 Uhr auf YouTube. Also. Sehr schön. Vielen Dank. Jetzt war auch mal endlich persönlich dich in Action sehen zu dürfen. Hat mir sehr gut gefallen. Hast die Sendung sehr, sehr bereichert und würde mich jederzeit freuen, wenn du mal wieder zu uns stößt. Sehr gerne. Euch beiden auch ganz herzlichen Dank. Ja. Das war auch wieder eine Wahnsinnsleistung von euch. Dankeschön. Immer wieder überrascht, immer wieder mit einem offenen Mund muss ich euch dabei bestaunen, wie ihr einfach so genug gesäuselt. Vielen Dank euch fürs Zusehen. Wir freuen uns über Kommentare unter diesem Video. Schreibt uns, wie gut ihr uns findet und auch inhaltlich dürft ihr euch austoben. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen zu unserer Special-Sendung zum Thema HSV und international. Sehr gute Sendung. Die HSV und Champions League. Die ist richtig gut, oder? Die muss man sich in jedem Fall mal reinpfeifen. Tut das. Ja. Bis dahin. Und dann gibt's natürlich am Montag wieder eine neue Folge Bundesliga ganz regulär. Wir freuen uns natürlich auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Thank you.